Max Herre. Ich hab das gar nicht vor Augen. Max Herre ist richtig gut. Aber ich glaube, der hat dann so da genau diese Phase, was wir angesprochen haben, diese Gangster-Rap und wo es dann cool war. Du hast Max Herre gehört? Ja, natürlich. Ich dachte, das haben wir nur auf dem Gymnasium gehört. Ihr habt, Haben wir das auch auf der Straße gehört, Bro? Nicht auf der Straße direkt, aber wenn man dann allein in seinem Zimmer war, hat man schon... Yo, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lanky Talks. Mein Name ist Blaze Dawn, mir gegenüber sitzt wieder mein Partner Toaster und wir haben für euch einen Special Guest am Start. Begrüßt mit mir alle zusammen Charisma! Was geht? Was geht ab? Was geht ab? Wie geht's euch? Uns geht's gut, wie geht's dir? Das ist eigentlich unsere Frage, Mann. Ja, das ist unsere Frage. Wie geht's dir? Mir geht's gut, Alhamdulillah. Dankeschön. Und euch? Sehr gut, danke. Bei uns Chicken gibt es ein Sprichwort, Tosa, das heißt Seniger Dück Dayol Dück. So sieht's aus. Das würde ich hier geben. Danke, gleichfalls. Das heißt so viel wie, wir haben dich gesehen und jetzt geht's uns dadurch besser. Ja. Schwöre? Ja. Oh. Nice, hä? Voll schleimig, Mann. Nee, das kommt vom Herzen. Ja, nee, es passt ja auch. Da ist ja viel so blumig und ausgeschmückt und so. Ja. Wir sind gern auf dieser Schiene unterwegs. Ja, romantisch halt einfach. Ja. One Love. Und heute alle drei zusammen. Ja, Mann. Auf jeden Fall. Ich freue mich schon drauf. Ich habe mich die ganze Woche vorbereitet. Wir haben auch sind wir Instagram live gegangen, haben das schon ganze Mal ein bisschen so angeteasert. Ich habe zugeguckt. Ja? Und hat's dir gefallen? Oder hast du was zu bemängeln gehabt? Das war das erste Mal, dass ich live war. Bei mir gab es Hänger, so WLAN-Hänger. Ey, ich muss jetzt mal ganz kurz was loswerden. Ich weiß nicht, ob es an dir lag. Du wirst ja wahrscheinlich halbwegs gescheiten Empfang da drin gehabt haben. Nicht sonst wirklich. Hättest du. Ach so, okay. Also, nee, ich. Dachte, ich hab's, aber ich hab mitbekommen schon, dass da... Nee, ich meine, also du hast dir wahrscheinlich geguckt und hättest du jetzt Bock schlechten Empfang gehabt, hättest du ja gesagt, nee Jungs, lasst lieber wann anders das. So, deswegen gehe ich davon aus, dass Instagram einfach uns auch noch nicht so gerne hat. Nee, ich muss auch eins dazu sagen, ich bin nicht so in diesem Live, ich bin das erste Mal live gegangen. Nee, weil dein Ding sah super... Also. Ja, ich saß auch direkt neben dem Router, weil ich zu Hause... Nee, aber ich muss ganz ehrlich sagen, zu Tolga seiner Verteidigung, ich habe ihn über die Kopfhörer sehr gut verstanden, aber echt? Ich habe im Nachhinein, wo ich mir dann das Video gesehen habe, habe ich gesehen, dass seine Soundqualität ein bisschen schlecht war. Ja, aber das waren die. Deswegen habe ich auch nichts gesagt oder so, weil ich habe ihn sehr gut verstanden die ganze Zeit. Mich hat es noch geschickt, weil manche Sachen, die du gesagt hast, habe ich echt nicht verstanden. Ja, dann lag es an den AirPods. Weil, merkwürdig. Also die Kommunikation zwischen uns beiden, das war gut, weil sonst hätte ich gleich gesagt, ey, ich verstehe dich nicht. Und jetzt willst du mit ihm einen Podcast machen zusammen oder was? Ja, nächste Woche. Lanky Talks. Die Drip Turks. Erste Folge. ich wollte mich nochmal an der Stelle bedanken für die Einladung. Oh, kein Problem. Sehr, sehr gerne. Immer sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Wir arbeiten jetzt hier so nach und nach, arbeiten wir einfach die Hip-Hop-Geschichte des Rhein-Neckar-Kreises auf. Geil. Und da sind wir natürlich dankbar um jeden, der uns dabei hilft. Auf jeden Fall. Wieder gerne. Und ich finde es übrigens ein bisschen ulkig, dass ihr kennt euch alle auch gut, Danny, du und Python, oder? Ja. Also Danny kenne ich länger, Python habe ich immer damals schon als Kind verfolgt, so deswegen, ich nenne den immer Legende. Wir kennen uns aber auch sehr lange. Ja, den kenne ich auch sehr lange. Auch unsere Eltern kennen sich schon. Genau. Und so. Voll gut. Ja. So im Sandkasten dann schon, hast du ihm die Schaufel weggenommen und so. Ich glaube eher. Ja, ich bin älter wie er. Ja. Aber ich muss auch eins dazu sagen, guck mal, das habe ich jetzt auch bei dem Live, ich habe es jahrelang, ich muss aber auch ehrlich sagen, ich war ja auch dann irgendwann mal eine Zeit lang voll weg von diesem Umkreis-Rap und so. Ich habe es lange nicht auf dem Schirm gehabt und dann durch Corey, dass er mir da ein paar Sachen geschickt hat und so, und dann habe ich mich auch sehr persönlich so gefreut, so, weißt, weil ich kenne ihn jetzt schon so lange. Das, was er macht, das passt halt auch zu ihm so vom Style her. Ja. Hätte er jetzt irgendwas gemacht, was er nicht ist, so, das machen ja auch viele, weißt du, es gibt ja auch so Leute, die versuchen dann in irgendwas zu verkörpern, weil ich wusste, der Charisma ist schon immer, ist schon immer ein stylischer Typ gewesen, Dankeschön. Hat immer drauf geachtet, weißt du, so sein Aussehen und so dieser Flex-Drip-Style, das steht ihm auf jeden Fall. Danke, also, danke. Jetzt mal ganz kurz, du hast schon angeschnitten, aber vielleicht würde ich dir da gerne die Worte geben, für alle, die jetzt da zuhören, zugucken und dich nicht kennen. Mhm. Vielleicht sagst du mal ganz kurz einen Satz oder zwei, wer du bist. Das ist immer so eine Selbstbeschreibung, oder? Ja. Charisma, also mein Künstlername Charisma, bürgerlicher Name Tolga. Ich rappe, seit ich
eigentlich 12 bin. So hat es angefangen. Aber also offiziell seit 1,5 Jahren. Öffentlich. Mit Singles und so? Mit Singles und so, genau. Videos, alles genau. Alles, Promo, dies, das, bla bla bla. Ja. Aber du hast, andersrum, wir fangen von vorne an. Was war so das Ding? Wie kamst du zu Rap? Boah, das ist eine gute Frage, aber kann ich dir sofort beantworten. Echo. Wirklich? Echo, ja. Echo war der Shit damals. Mit 16, 15, wo er frisch bei Savage gesigned war. Ja, dann diese Bittes Bitte und so, genau, und Haus Bittes, und Boot. Genau, ja, diese Dinger. Und was mich damals geflasht hatte, war kurz, also bevor Optic Anthem rauskam. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wie das Lied hieß. Bittes Bitte auf jeden Fall, aber da gab es noch eins, was mich so richtig geflasht hat. Also überhaupt seine Rhymes. Die Arroganz, die er hatte. Ich fand diesen Dunne. Dunne. Wir kommen langsam auf die Sachen. Die EP war richtig gut. Genau, ah, das. War das genau. Mit der Krake? Ja. Vorne drauf. Ja. Geil. Genau, das habe ich gemeint. Da habe ich eine geile Story. Früher konnte man ja nicht irgendwie, da gab es, ich weiß nicht, war es im Juice-Magazin? Da konnte man direkt bei Royal Bunker anrufen. Kann sogar sein, dass da Steiger bei mir am Telefon war. Du hast mit Steiger telefoniert. Ich weiß nicht. Ich denke mal, dass er das selber gemacht hat. Und da habe ich mir die Kassette bestellt für 5 Mark oder sowas. Und noch per so Nachname bezahlt. Einen Briefträger habe ich. So wie ich Markus Steiger einschätze, ich kenne ihn nicht, aber so wie ich Markus Steiger einschätze, war der am Telefon und fand es voll geil, dass er dein Paket gepackt hat. Royal Bunker habe ich. Es war noch so mit Hotline und so da angerufen. Geil. Und ja, aber ich muss aber Echo auch brutal gefeiert. Auch Ich bin jung und brauche das Geld und so. Ah, ja. Burak, wenn du das hörst, ich will mein Spiel Ich bin jung und brauche das Geld Album zurück. Ich habe noch die OG-Version von damals, erste Auflage. Geil. Richtig gut. Geil. Okay, Echo. Mhm. Da war ich so 12, 13. So mich würde interessieren, wir gehen jetzt noch ein paar Jahre zurück, weil das ist ja bestimmt noch ein paar Jahre in der Vergangenheit. Wann hattest du das allererste Mal Kontakt mit Rap? Also wo du bewusst gesagt so zum ersten Mal auf Rap aufmerksam geworden bist. Okay, ja. Echo war ja so der Typ für Deutschrap. Mhm. Pac, Lunis, okay. Biggie. Ich weiß nicht, ob es vom Alter... Das habe ich bei meinen Nachbarn gehört. Okay. Die waren schon etwas älter und die haben... Ich weiß jetzt nicht, ob es bei dir vom Alter her klappt, aber Kartell? Das habe ich im Nachhinein mitbekommen. Ja? In der Zeit nicht. Das habe ich im Nachhinein mitbekommen. Kartell ist... Die ersten türkischsprachigen Rapper in Deutschland. Die kamen auch aus Berlin. Also die ersten, die wohl kommerziellen Erfolg hatten. Ja. Die ersten da waren doch sicher bekannte Leute dabei. RGA und so, aber nee, Karakan und so, die kennst du nicht. Okay, krass. Doch, warte, stopp. Karakan hatte nach Jahren eine Single. Ich hol dich auch raus, Bruder. Oder So ist das Leben, Bruder. Mhm. Das ging viral. Kartell hatte eine Single mit Peter Maffay. Komm. So big sind die. Komm. Das waren die ersten kommerziellen, aber wenn wir wirklich so... Die haben dann noch Major Deal und so. Ja, ja, ja. Und Videos. Ja. Aber wenn wir so richtig, die ersten, die türkisch Rap gemacht haben, war Islamic Force. Mit Babi, Killer Hakan und so. Babi war der Pionier vom türkisch Rap, der kommt auch aus Berlin. Ist es der, den Savas immer genannt hat in seinen Texten? Kann sein. Babi war so der erste, auf Englisch gerappt am Anfang, dann türkisch Rap gemacht. Zum Beispiel Ezel hat auch Barbie sein Bild tätowiert auf seinem Arm. Ja. Krass. Killer Hakan. Killer Hakan kenne ich natürlich. Und wie hieß der? Fuhrt? Fuhrt. Aber Ergen. Warte mal, war der aus Deutschland? Doch. Oder ist der Fuhrt jünger? Ist aus Berlin. Ja, Fuhrt ist aus MOR Berlin. Mit Kool Savas hat den Album gehabt. Mit Taktlos und Kool Savas. Fuhrt Mansa, halb Mensch, halb Panzer. auch wenn man so... Fuhrt, aber bei Fuhrt muss ich sagen, der kriegt mittlerweile nicht mehr so den Respekt von den türkischen Rappern, den er eigentlich verdient, weil der hat schon vielen so die Tür geöffnet. Keksin. Zieh dir mal den Track Keksin rein. Also ich kenne Fuhrt dann richtig von Rap City Berlin. Okay. Der war bei MOR früher. Und, ja, genau. Aber das war der einzige bei Rap City Berlin, wo es komplett um Rap aus Berlin geht. Mhm. Der einzige, der geredet hat von türkisch Rap auf dieser ganzen DVD. Also ansonsten hat überhaupt keiner was erzählt von Also ist ein richtiger OG, der ist so vergleichbar mit KRS-One und so. Also was in Amerika so Grandmaster Flash und so, das ist also... Und also kurz, türkischsprachiger Rap wurde erfunden in Deutschland, oder Bobby was? Bobby ist der OG, der wo das alles erfunden hat. Zum Beispiel, wo Kartell diesen großen Deal gekriegt haben
Major Deal, sind die zu Barbie und Barbie hat zu denen gesagt, unterschreibt's nicht. Das ist voll der Knebelvertrag, okay, und so. Aber da haben die halt nur die Scheine gesehen. Das erzählt auch Killer Hakan in seiner Doku dann, dass sie dann nur die Scheine gesehen haben. Und die haben sich dann auch nach einem Album dann... Killer Hakan-Doku, Moment. Ja, auf Arte oder irgendwo habe ich die letzt gesehen. Die kommt jetzt raus. Die kommt vielleicht aber auf in die Türkisch Referenzenliste. Mit, ja, aber mit... Ich weiß nicht, ob es die schon gibt. Ich habe nur die Trailer und so gesehen auf seiner Seite. Es gibt mehrere Killer Hakan-Dokus, aber die sind auf Türkisch mit deutschem Untertitel. Okay. Aber zieht euch rein. Lunitz, was hast du noch erwähnt gehabt? Pac, Biggie? Pac, Biggie. Pac oder Biggie, wer ist besser? Ich bin der Pac-Typ. Ja. Türken sind immer Pac-Typen. Wegen Emotion, glaube ich. Ja, ja, wir fühlen das viel mehr. Ja, ja, ja. Schmerz. Ich hab Gillette. Normalerweise, wir in Deutschland müssten Dings... Bruder. Ey, Gillette, Bruder. Bei Pac musst du die Gillettes auspacken. Das ist wie bei den Türken, Müslüm Baba, ja, in Arabesk-Musik. Arabesk ist packt bei Hip-Hop. Arabesk ist türkische... Gillette-Musik. Das ist Gillette-Musik, so im Fachkreisen. Ja. Das ist so richtig Herzschmerz. Herzschmerz, Depri. Da gibt es auch kein bisschen Hoffnung. So. Boah, warte, stopp. Ganz einfach. Ja doch, ich kenne doch so Mucke. Digga, ich sag dir was, du musst dir den Film von Müslüm Gürses angucken. Dann weißt du was. Dann weißt du ganz genau, was wir meinen. Können wir das in die Referenzliste packen, ja, dass ich was lernen kann? Den gibt's nämlich auf Netflix. Auch mit deutschen Untertiteln oder mit deutscher Sprache auch? Das Untertitel weiß ich safe, aber ja, deutsche Stimme weiß ich nicht. Boah, kann sein. Müslüm ist krass. Ich hab Tränen gehabt. Ich hab auch Tränen gehabt. Also aber Bergern will ich noch gucken. Boah, ich hab Ding geguckt. Naim Süleyman oder sein Film. Der ist auch krass. Krass, auch sehr krass. Nee, bei Müslüm, Bruder, die haben sich, die sind auf Konzerte gefahren und vor den Konzerthallen wurden Gillette-Klingen verkauft und die haben sich dann geritzt, so vor Schmerz. Und der Typ hat halt. Alle haben. Ja, und die waren halt alle auch unterwegs, so, ganz andere Level. Ja. Aber der Typ hat auch immer gesagt auf der Bühne, er will das nicht und so, ja, dass ja, die Leute das machen. Ja, er hat gemeint, hört auf und so. Aber die haben das halt voll gefühlt, so. Die haben das zu viel gefühlt, vielleicht sogar manchmal. Ja, aber höchstwahrscheinlich, es klingt so, als hätten sie es zu viel gefühlt, ja. Auf jeden Fall. Ja, und dann, wo hast du so deine, oder mit wem besser gesagt, hast du so deine ersten Songs, Aufnahmen, weil der am Anfang... Wie kam es dazu, dass du das erste Mal einen Stift in die Hand genommen hast? Genau. Ja, das war ja aufgrund von Echo. Ich habe die Songs gehört. Und dann, ich glaube, bei König von Deutschland habe ich gesagt, ey, ich muss es jetzt auch probieren. So. Hast du gesehen, das ist stylisch und so, ja, das ist geil. Ja, aber Bruder, ich habe keine Beats bekommen. Ja. Hast du ja aber auch so auf Ami-Beats und so Zeugs drin? Oder das war Beats, zu der Zeit schon, oder? Das Ami-Beats, ja. Gab's, YouTube gab es da auch noch nicht. Nicht ausgeprägt. Ah, aber man hatte diese so Napster, Runterlade und so. Runterlade-Programme und so, gell? Ja, oder irgendein Kumpel hat... Bärsche, ja. Zum Beispiel. Aber ich wusste ja nicht, wie ich das suchen soll. Ich wusste die Begriffe nicht, wie instrumental, Beats. Beats, ja. Aber du hast da nichts bekommen. So, meine ersten Aufnahmen. Ganz einfach. Mein verstorbener Opa hatte einen Kassettenrekorder, einen alten. Geil. So, ja, da konntest du auch Mics anschließen. Also diese Mics, 20 Euro Mic vom Volvo, so, wo man in der Hand hält. Ja. So, habe ich das gesehen. Ah, da steht Mic, ich kann da was anschließen. So, gut. Bin ich Volvo gefahren, habe mir Mic geholt. So. Und dann, Achtung, die Beats habe ich vom Handy abgespielt, Polyphon-Töne. Ah, und dann so das Handy. Ich habe es vorgelegt, Mic so in die Hand und habe die Kassetten von meinem Opa, die die voll waren mit türkischer Musik, habe ich überspielt mit meiner Stimme und mit diesem Polyphon-Tönen. Das waren meine ersten Songs. Seine Lieblingskassetten überspielt. Das hat der Ding auch mal. Oder der hat irgendwann gesagt, warum fehlen hier immer mehr Kassetten? So. Ja. Hast du seine Ibrahim Tatlıses-Kassetten überspielt? Auch. Unter anderem. Auch. Unter anderem. Also das waren ein, zwei Kassetten, die ich überspielt habe mit meiner Stimme. Ich habe das nicht nur das gemacht. Ich habe dann einen CD-Player genommen. Achtung, Alter. CDs reingemacht, da waren so Hip-Hop-Mixes und so drauf. Leute haben gebrannt irgendwann. Ja. Ey, ich habe so getan, als wäre ich ein DJ. Hab dann einfach die Kassetten überspielt mit der Musik neben dem CD-Player und hab dann, yo, was geht und so. Ah, und sowas weiß ich, so MC-mäßig. Moderator noch. Ja, so. Ja, ja. Als hätte ich meinen eigenen Radiosender aufgebaut. Jetzt alle Hände in die Höhe. Ja, richtig geil. Ja, Mann. Auf jeden Fall. Ey, wir haben es gerade noch gehabt, vorhin. Ich wäre super gerne Radiomoderator geworden. Ja, ich auch. Kann ich mir gut vorstellen. Als Ding, als ich noch so kleiner war, das war genau mein Ding. Ja.
Aber ja. Aber dieses Polyphon, kennt ihr das allererste Summer Mixtape? Summer wird ein Star. War ja, klar. Auf German Dream. Da Summer hatte der, Jam? Nee. Da hatte der auf dem Yamba Hippo Ding. Hatte der einen Track. Nee. Das geht an jede willige, billige Bitch. Summer Jam oder bin ich es nicht? Also ja, Mann. Richtig geil. Das kenne ich nicht. Ja. Das Mixtape ist Legende. Das Mixtape ist Legende. Summer wird ein Star. Gibt's auf Spotify? Nee, nein. Ich glaube es nicht. Weil das war auch auf Ami Beats. Ich denke, dass die Rechte da nicht haben. Nee. Wo ist das hin? Was? Gibt's gar nicht mehr so Mixtape-Business. Nee. Und dann auf Ami Beats und so. Höchstens war das. Höchstens. Du hast dann auch irgendwann komplett gelassen, ne? Auf so Ami Beats dann. Nein. Stopp. Ich habe da weitergemacht. Aber dann die ersten richtigen Studioaufnahmen, sage ich jetzt mal, am PC, am Rechner. Ja. Ich glaube, das war erste Aufnahme von mir, da war ich 14. Da haben wir in Nussloch eine Crew gegründet gehabt. Damals habe ich in Nussloch gewohnt. Ja. G-Stars hießen wir. Geil. G-Stars 226. Ihr wisst noch, diese Postleitzahl-Dinger. Ey, ich schwöre dir, Postleitzahl war früher das Ding. Ja. Ist bei mir heute noch. Irgendwas mit, also ein G muss drin sein. Ja, wegen G. Ja, natürlich. Das Ding war auch voll big. Was weiß ich, jetzt immer Anfangsbuchstabe von seinem Dorf oder Ding und dann Town. G-Town. Ja. L-Town oder so. Ja, Mann. Oder halt, wenn du groß warst, dann konntest du City. Ja, City gehen. Ja, Mann. Da war mein erster Feature-Part so, mein erstes Ding, wo aufgenommen dann wurde. Dann so als Crew dann gerappt und so? Ja. Nein, wer war in deiner Crew? Kannst du zehnmal die Members kannst auf? Kannst du es droppen? Shoutout an natürlich, die... Natürlich. Geil! Burak. Okay. Soll ich Nachnamen? Ich weiß nicht, ob Nachnamen... Aus Nussloch? Ja. Ich weiß, wen du meinst. Ja. Geil, Volkan. Der Drecksack. Volkan aus Nussloch. Hat einen großen Bruder, Feti. Ja, okay. Genau, der. Der war so mit Burak die Köpfe von der Bande, sage ich geil, jetzt mal. Geil. Mustafa. Aha. Kennst du auch? Ja. Fabian Sauer. Kenn ich auch. Oh, ich hab den Nachnamen getroppt. Shit. Sorry. Er wohnt sogar, glaube ich, in Rot mittlerweile. Weiß ich nicht, kann aber sein. Rot oder St. Leon, ich weiß es nicht. Kann sein, aber der Name sagt mir was. Kevin aus Nussloch, der war auch mit dabei. Fabian war halt so der Produzent, bei dem haben wir die ersten Sachen aufgenommen. Okay. Es muss immer einen geben, der wo der Produzent ist. Ja, da, bei dem ging das halt auch wegen den Eltern auch. Das ist meistens immer Stress. Der wo den besten Rechner hat. Ja, war er auch. Und ich war dann, ja, also ich wurde aufgenommen, das war wie für mich, Alter, ich habe einen Vertrag bekommen. Der so. Wurde aufgenommen bei den Outlaws von Tupac. Ja. Digga, das war so, die gab es schon. Und ich habe immer gesagt, ey, zu meinen Jungs, okay, so, ich war der Jüngste. Ich habe gesagt, ey, Digga, ich will da auch aufgenommen werden. Das muss doch so, das Represent und dies. Und die das. Können das schon und da fragt gar keiner, ob die das können und so. Natürlich, genau. Da ist man dann stolz. Irgendwann kam einer von denen, ich glaube Volkan, ich weiß nicht mehr, ey, Bro, willst du mitmachen? Wir würden dich gern dabei haben. Geil. Bruder, das war wie, als ob ein Sony dir einen Vertrag geschickt hat. So, weißt du, ich meine, zu der Zeit. Ja. So, ey, Digga, ich spiele jetzt bei den Großen mit so. Und so kam, damals hieß es G-Size. Das war mein erster Künstlername. Nee, stopp. Mein erster Künstlername mit 12, 13, wo ich diese Kassettendinger gemacht habe. Ja. Lil T. Da war alles noch Lil. Ja, da war alles noch Lil. Okay. Dann kam G-Size zu der Zeit. Das ging dann jahrelang. Und dann habe ich so mein erstes Programm gekauft. Mit 15, 16. EJ, Hip-Hop Maker? Magix. Doch. Magix oder Hip-Hop Maker. Es gab Magix EJ, und es gab EJ. EJ hatte ich und Magix Hip-Hop Maker auch. Geil. So, ich hatte beides. Aber ich habe eher mit EJ gearbeitet, ich habe meine Beats EJ gebaut. EJ war geiler, gell? War auch leichter und so, ja. Ich habe da auch meine EJ Beats gebaut, ich auch Digga. Gemacht. Kennt ihr das noch mit diesem Baustein? Beats bauen? Als ob du voller Produzent wärst. So habe ich meine Beats gebaut, gelernt halt, aufgenommen die ersten Sachen. Damals habe ich auch immer noch auf Ami Beats aufgenommen. Also dann kam ich leichter an Beats ran. Ja. Und sie klangen halt auch krasser. Ja, Mann. Und dann habe ich mich eine sehr lange Zeit lang Jazz Highlight genannt. Unter den Namen haben mich sehr, sehr viele gekannt. Also Heidelberg-Kreis, safe. Aber ich habe halt damals Gangster-Rap gemacht. Also da war ich so auf Straße, dies und jenes. Ja, so wie man es halt gehört hat von den... Ja, ich war ja auch verrückt da drauf. Das war auch, glaube ich, so der Sound von dem Zeitraum. Genau, so, oder? Lederjacken, Kragen hoch. Bushido. So ja, ja. Massiv dann. Genau. Massiv, dann auch, ja, genau. Air Max, Picaldi Jeans, Picaldi Jacken. Dominiert eine Zeit lang so. Ja, das stimmt. Boxerschnitt. Ja.
Da, genau, so ging das eine Zeit lang. Es war eine Zeit lang ganz, ganz schwer, Typen zu finden, die rappen im Umkreis, die nicht solche, weißt du, was ich meine? Ja, keinen Gangster-Rap gemacht. Die keinen Gangster-Rap gemacht. Kein Kanaken-Gangster-Rap, ja, ich weiß, was. Es gab gar nicht viele. Ja. Nee. Und die, wo normal gemacht haben, wurden halt nicht ernst genommen. Die wurden nicht, genau. Das war halt auch so eine Sache. Also das war auch ja, weil so eine die, Sache. Die, nicht, die sowas nicht gemacht haben, die waren dann automatisch Backpacker. Ja. So ein brennende Mülltonne und Hibbidi Hop, yo, man, yo. Keks. Digga, da habe ich echt eine. Mach's eine, nicht lustig über mich. Ich habe echt eine krasse Erfahrung gehabt zu der Zeit. Da war ich in Rohrbach, glaube ich, im Familiencenter damals. Auch zu dieser Zeit Jet Set und so. Ich habe da auch ein bisschen Heidelberger Connections gehabt. Ich war im New Yorker drin. Mhm. So, T-Shirts angucken, dies und jenes. Und dann kamen zwei Jungs. Hey, bist du nicht der und der? Ich guck die so an. Und das war ja nicht so. Also, so öffentlich konntest du ja gar nicht sein. So. Weißt du, was ich meine? MySpace-Zeiten war das so. Gab's vielleicht nicht ein mal krass von dir im Internet? Ja, nicht so wirklich. Zwei. Ja, ich bin der. Ja, kannst du eine Unterschrift geben? Komm. Ich schwör's dir. Und ich dachte mir, ach du Scheiße. Was ist das für ein Gefühl? Und ab da ging's. Ja, da habe ich hier unterschrieben. Ich wusste nicht mal, wie ich das machen soll in dem Moment. Warst du bei der Autogrammstunde von Echo im Rohrbach Mediamarkt? Ich war ein bisschen zu spät dran. Ich war dort. Alter. Ich war dort. Ich habe sogar. Ja, war das so ein Event oder was? Ja, der Autogrammstunde zu Ich bin jung und brauche das Geld. Nein. Release. L-O-V-I. Ah, L-O-V-I Release. Ich war dort. Der war mit Valeska Autogramm geholt. Ich habe dem sogar noch was vorgerappt. Voll schlecht. Der hat wahrscheinlich aus Mitleid gesagt, gut, Bruder und so. Ich habe noch so. Hauptsache, du gehst weg. Ich habe noch vor Aufregung gestottert. Und das Geilste war, da kannte ich ihn aber noch nicht. Python und seine Gang haben den Mediamarkt gestürmt und haben Echo mit Tomaten beworfen. Ich snitch jetzt einfach mal. Das ist nicht gesnitcht, das ist mehr als 10 Jahre her. Ja, ja. Der, das kann man erzählen. Python, das habe ich mitbekommen, ich wusste aber nicht, dass es die Jungs waren. Python und so, die haben den voll gehatet. Und das ist auch irgendwie Jahre später rausgekommen, wo ich dann Python mal erzählt habe. Ich habe vor Echo irgendwas gerappt, irgendein Part auch noch voll schlecht. Und dann meinte er so, ey, wir haben da mit Tomaten beworfen und so. Shoutout Python, geiler Mann, Tomatenwerfer. Ey, wie kannst du hier sitzen, hier an diesem Tisch? Und kannst du nicht Tisch erzählen? Nicht gelogen, Python. Ich verstehe diese Jungs nicht. Nee. Liebe Grüße an Python auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Shoutout. Wie kamen wir jetzt zu Dings? Weil die Typen dich im New Yorker erkannt haben. Genau. Und warte, ich wollte jetzt irgendwo noch rein. Aber warte mal, scheiß mal auf diese Tomatengeschichte. Was haben die mit Mediamarkt angestellt? Bruder, alle Regale umgeschmissen. Die Leute war haben das so Eskalation? Die Leute haben geklaut, wie es nur geht. Ja, da ist halt dann alles aus dem Ruder gelaufen. So alles, Laptops, dann, Fernseher. Ah, das war die Leute diese sind Zeit, rausgelaufen. Wo die Märkte, ich erinnere mich, da gab es so eine Zeit, da hatten die Märkte noch überhaupt keine Ahnung, was die sich da ins Haus holen, also wie viele Kids dann da sein werden. Python und seine Crew sind da nicht plündern gegangen, sondern die haben nur, kennst du so, wenn man so einen kleinen Schneeball wirft und der rollt und wird immer größer, ja. Alle sind da mit eingestiegen. So. Aber ich war halt noch vor, ich war ziemlich noch jung und so. Ich glaube, mein Vater hat mich sogar damals noch hingefahren. Hast du auch einen Laptop mitgenommen? Nee, mein Vater stand nebendran. Hat er einen Laptop mitgenommen? Das kann sein. Geile Ahnung. Scheiße. Ich glaube, mein Vater hat mich damals noch gefahren. Ich glaube, mein Vater hat damals einen Laptop mitgenommen. Wir hatten auf einmal einen neuen Fernseher dann, ich weiß aber nicht. Ah, was? Nee, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist es voll eskaliert, die Situation. Ja, Mann. Mohabbet war ja auch danach dort. Boah, das kurze Zeit nicht. Später. Der Sänger-Dings? Ja. Ja. Gibt's den noch? Sie liegt in meinen Armen, ja. Für ein paar hundert Euro tritt er auf seine Hochzeit auf. Der soll kein Podcast Disrespekt, ich will nicht schlecht über Mohabbet reden, ich feiere Mohabbet. Ich auch. Der war, hat nicht... Doch, Flair hatte einen Song mit ihm. Ja, ne? Tschüss, ja. Junge. Tschüss, Junge. Krasser Song gewesen. Ja. Aber hat Mohabbet dann auch irgendwann jahrelang später gesagt, dass er den nicht so gern gemacht hat mit Flair. Den Song. Aber das Major-Label hat halt also, drauf bestanden. Ich habe damals noch nicht so den Plan, also ich tue jetzt einfach mal so, als hätte ich heutzutage ein bisschen mehr Plan, als ich früher hatte. Und obwohl ich überhaupt keinen Plan hatte von gar nichts, hat sich das doch angefühlt, dieser Song Tschüss, Junge, wie so ein bisschen, egal ob jetzt gut ist oder schlecht, aber wie so ein bisschen am Reißbrett entworfen und ausgerechnet und so, weißt du? Mohabbet hat auch gemeint, den wollte er eigentlich mit irgendjemand anders da machen, aber mir fällt jetzt auch gar nicht der Name ein. Und das Label hat halt drauf, weil Flair ist gerade big gewesen. Braucht eine Single, brutale. Major-Label, so, ja. Universal oder was weiß ich, wer dahinter war, hat gemeint, also, ey, mach's mit dem. Ganz ehrlich, der Song heute
wird nochmal knallen. Ja, auf jeden Fall. Safe. Ja, jetzt mittlerweile wieder, weil ja dieser Sound wieder kommt. Dieser Mitte 2000er Sound, der kommt jetzt so ziemlich krass wieder. 2000er und Mitte 2000er, das gemischt kommt gerade. Ja. Ja, genau. Auf jeden Fall. Also Leute, an alle Newcomer, ihr wisst, was zu tun ist. Ja, schreibt den an, für ein paar hundert Euro macht ihr euch vielleicht die Hook. Nee, ist geil. Auf jeden Fall, Moped war nice. Aber das Album war gut. Arambesk oder so. Ja, Mann. Das war stark. Echt gut. Ach, weil du gesagt hast, da gab es diesen... Es war ja immer so. Du hast recht, Blaze. Es war immer so. Es musste diesen einen Typen geben, der einen Computer bedienen kann. Mhm. Wie kommt es, dass halt so viele Leute keinen... Also kannst du dir das erklären, warum so viele Leute keinen Bock haben auf Beats machen? Bei euch gab es wahrscheinlich auch nicht viele, die Beats gemacht haben, die oder? Die haben gar keinen gehabt. Das waren alles... Also der hat nur so aufgenommen und produziert? Der hat nur aufgenommen, Beats vom Internet gepickt, das war's. Also Beatmaker, den ersten, den ich kannte, boah, da muss ich auch überlegen. Die waren alle aus weiter weg. Da hatten wir noch einen Kollegen damals, ich habe sehr lange Musik mit Mash gemacht, Marvin heißt der, Mash sagt euch was, also denke ich. Liebe Grüße auch an ihn. Der hat mir viel beigebracht, ich habe ihm viel zu verdanken, Ich erinnere mich jetzt. So, die ersten Sachen, was ich von dir gehört habe, war mit Mash und so. Ja, Mash ist krass. Ich erinnere mich dran. Ja. Sehr krasser Rapper. Wer ist das? Marvin heißt er. Aber er hat schon lange, sehr, sehr lange aufgehört. Vielleicht. Ich denke mal, im Hintergrund macht er bestimmt noch so am Schreiben und dies und das. Es gibt auch diesen einen Young Mash, macht die 808. Ja. Ich habe wirklich am Anfang gedacht, das ist der. Weiß nee, ich, aber Mann, leider nicht. Das wäre krass. Saugeiles Producer-Tag übrigens. Ja, auf jeden Fall. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Weil mittlerweile habe ich das Gefühl, Beats machen ist cool geworden. Ich glaube, das liegt auch daran, Beats machen ist halt voll die Geduldssache. Ja. Und wir sind ein bisschen ungeduldig. Beats werden ja auch gemixt und gemastert, ne? Ja, richtig. Das ist ja auch so eine Arbeit. Das ist, kannst du ja nicht, es gibt sehr viele Beats, die übersteuert sind. Ja. Leider. Ja. Genau, wegen Beats, jetzt weiß ich. Da hatten wir einen Kollegen, Robin hieß er. Der ist mittlerweile Arzt geworden, soweit ich weiß. Der hat damals so ein paar Beats gebaut. Er hat gesampelt. Der war der erste, den ich kannte, der den Beat von Ezel gesampelt hat. Und das hat er für Tufan gemacht damals. Tufan hat einen Song auf Ezel Beat gehabt. Und das war ein Beat von Robin, den er gesampelt hat und die Drums draufgepackt hat. Ist Ezel schon so lang? Ja. Das gleiche Sample vielleicht? Ich meine die Serie Ezel. Ach so, okay. Ich dachte jetzt den Rapper. Nein. Die Serie Ezel. Ey. Krasse Serie. Ich gucke keine türkischen Serien. Aber die hast du geschaut, hä? Ich mag keine türkischen, ich hasse türkischen Serien. Das ist alles immer so auf Drama und so lang. Ja, voll übertrieben. Kannst du Charisma fragen, türkische Serien geht eine Folge 2 Stunden lang. Ich kenne das. Zweieinhalb. Ich habe bei mir im Geschäft, habe ich so einen, der ist Türke, der ist so Anfang 60 oder was. Der macht jetzt noch die letzten Jahre bis zur Rente und so, saugeiler Typ. Ich habe schon keinen Bock, wenn er nicht mehr da ist und so. Und als wir noch uns Rechner geteilt haben, also ich kam dann an den gleichen Rechner, den er benutzt hat, dann war halt immer meine YouTube-Vorschläge waren von dem, was er geguckt hat und alles war voll mit Böllem. Ja, das sind Erfolge. So, und dann ist halt dann so die 540. Folge von irgendeiner Serie und die geht halt 1:55. Ich erzähle dir mal jetzt kurz. Und dann habe ich bei Facebook, gab es doch früher, das was jetzt TikTok und so ist, gab es bei Facebook auch immer so kurze Videos, weißt, dann kam immer so Daye gab's halt so, der Onkel, weißt, bei Ezel. Ja, das war so voll der weise Mann, hat immer so... Oh, ich glaube, das sagt mir was. Da gibt's so Spruch-Compilation von dem. Ja, der hat auch so, der war halt auf der Straße eine Nummer, aber halt auch, der hat immer so schlaue Sprüche. Kickin' Knowledge halt. Ja, so ein richtiger OG halt. Der ja, Typ. Mann, OG. Das ist das passende Wort dafür. Und dann hat mich das halt gecatcht, dann hab ich gedacht, ich geb dem jetzt mal eine Chance. Dann hab ich geguckt, aber nach 28 oder 29 Folgen wurde es dann irgendwie voll und also nach knapp Anfang ging es mehr ab. War voll scheiße dann irgendwann. Also nach knapp 60 Stunden hast du dann gemerkt, dass dann irgendwann wurde es voll scheiße und so, aber soll ich erzählen, um was da geht? Ein Typ wird von seinen besten Freunden und seiner Freundin verraten, okay? Die verarschen den irgendwie, der kommt in den Knast, die schieben irgendwas dem in die Schuhe, der kommt in den Knast. Überfall. Genau, also. Überfall. Die schieben es dem in die Schuhe, sogar seine Freundin, mit der irgendwie heiraten wollte und so. Ja, Mann. Der Typ geht ins Gefängnis, lernt den Daye kennen, den OG, und dann kriegt er irgendwie eine OP und lässt sein ganz komplettes Aussehen ändern, ja, kommt aus dem Knast raus und dann fängt die Rache an.
Doch, die Story sagt mir was. Das hat das mir schon mal jemand. Jemand Story. Ich glaube, das hat mir sogar der Arbeitskollege hat gesagt, ja. dass. Aber das Krasse ist, er kommt raus, dir ja, und stinkreich. Ja. Auf einmal. Weil der Daye halt ja. dafür gesorgt hat, dass der. Er hat gemeint, ich werde alles dafür tun, dass du deine, dich rächen kannst. Dass du deine Rächen. Und der Daye kommt dann auch raus aus dem Ding. Wie viele Folgen gibt's? Puh, das ist eine gute Frage. Keine Ahnung. Viel, glaube ich, aber ich glaube 40 oder so, vielleicht, wenn es hochkommt. 80 Stunden. Ja. Das nee, ist halt ich glaube so glaub mehr. Ja? Ich glaube mehr als 40. Ab 28, 29 habe ich aufgehört zu gucken. Aber türkische Serien sind voll. Meine Freundin guckt das voll oft. Ich habe mal versucht, das war auf Netflix, glaube ich, Wölfe. Ja. Boah, Wölfe. Klar war das. Ey. War der Tal der Wölfe? Nee, ich glaube, hieß nur Wölfe. Mit so einer Polizeispezialeinheit oder so. Böde, Böde. Bruder, weißt du, was er meint? Was? Das ist die Serie, wo die erste Folge Ding um Ding geht. Warte, ich sag's dir. Wo in Istanbul in dem Club dieser Attentat war. An Silvester. Ah, okay. Oder an Weihnachten. Ey, ich habe angefangen zu gucken. Mhm. Und keine 20 Minuten später musste ich ausmachen. Weil es halt so überdramatisch war. Und war so das und das, voll übertrieben. Wo ich einer reingekommen nicht. Ist auf eine Party und hat rumgeböllert? Silvesterparty-mäßig? Ich glaube, das ist nicht. Das. Die erste Folge handelt davon, von okay, diesem Attentat. Krass. Das ist Spezialeinheit, was du gesagt hast. Ich glaube, das ist das, was du meinst. Ja, das ist so eine Polizei- oder Militär-Spezialeinheit. Ja, ja, ja. Und, ja, genau. Die verschanzen sich, wollen irgendwo, keine Ahnung, es war voll übertrieben. Mhm. Voll übertrieben. Was ich dir empfehlen kann, aber man kann es halt nicht eins zu eins, sind türkische Comedy-Filme, sind ja krass. Sehr. Ja, muss ich halt mit Untertiteln gucken und so. Vor allem aber diese Oldschool-Kemal Sunal-Filme oder so. Das ist, Kemal Sunal ist King, Bruder. Ja. Kemal Sunal. Der bringt dich zum Lachen durch sein Lachen. Ich glaube, der Typ hat innerhalb von 15 Jahren oder so 200 Filme gedreht oder sowas. Und aber jedes Ding brutal, also jeder ist ein Hit ja, in der Türkei. Also es gibt so Sender, Yeşil Çam TV oder so, die spielen den ganzen Tag nur dem seine nur Filme. Nur dem seine Filme. Ja. Oh Mann. Seine Filme und zu der Zeit von den Filmen, ja. Richtig krass auf jeden Fall. Ja. Das, mit sowas wachsen die halt auf, Mann. Ja, Mann. Kemal Sunal, Şener Şen. Weißt du, wie ich geweint habe, als ich im Fernsehen gesehen habe, die Nachricht, dass er gestorben ist? Ja, der ist gestorben. Der hat, Rest in Peace. Rest in Peace. Der hat brutale Flugangst gehabt, Phobie. Ich steige in kein Flugzeug. Und dann haben sie ihn irgendwie gezwungen. Die haben halt gemeint, der muss zu irgendeiner Preisverleihung oder irgendwo. Ich glaube, sogar nach Deutschland war es. Oder nach Frankreich. Und dann, er hat gemeint, er will nicht, er will nicht, er will nicht. Und dann haben sie ihn betäubt. Nee, sie haben ihn gezwungen und dann hat er halt im Flugzeug einen Herzinfarkt gekriegt. Nee. Doch. Mhm. Weil der hat panische Flugangst gehabt, der Typ. Der wollte mit dem Auto fahren oder irgendwie sowas. Boah. Ja, der ist auf jeden Fall. Und zu der Zeit wärst du wahrscheinlich 4-5 Tage gefahren. Ja. Heutzutage 2-3 Tage bist du in Istanbul. Auf jeden Fall. Scheiße. Hm. Die armen Leute, Mann. Aber wobei, ja, wenn sie ihn gezwungen haben, ich habe keine Ahnung. Weiß nicht. Also die haben gemeint, ey, ich glaube, die haben so gemeint, so mit, ey, das ist nur noch 2-3 Stunden Flug. Also das schaffst du. Ja. Aber ja. Auf jeden Fall. Sein Sohn ist aber immer noch im TV-Geschäft. Ja, aber der geht mir nicht so ganz rein. Dieses Güldür, ist doch das. Ich finde die anderen, wie heißen die? Hareketler? Ja, çok güzel hareketler. Die finde ich nicer. Die sind, ja. Die sind geil. Ja, auf jeden Fall. Habe ich keinen Plan von. Ja, musst du dir mal reinziehen. Als könnte ich die Sprache. Ihr vergesst, dass für mich Türkisch genauso ist wie Thai. Ja. Türkisch. Oder wie Mandarin. Türkischer Humor ist halt geil, aber auch mittlerweile auch viel unter der Gürtellinie so. So die Jokes. Ihr seid nur Hasan Can. Sei es ein Recep İvedik, was der Corey halt auch gemeint hat, der guckt Recep İvedik. Es ist natürlich geil, aber man kann die türkischen Witze und diesen Humor kann man nicht eins zu eins in andere Sprachen übersetzen. Schwer. Das ist auch bei französischen Filmen, glaube ich, so mittlerweile. Es werden, Omar Sy. Ja. Dem seine Filme werden ja auch voll gefeiert in Deutschland mittlerweile, aber ich glaube, wenn du das nochmal auf Französisch gucken würdest, zum Beispiel, ich gucke jetzt auch diese Serie Top Boy, diese englische Serie. Ich habe es versucht auf Englisch, aber mit diesem englischen, britischen Akzent, ich verstehe nur jedes dritte Wort, egal voll wie gut schlimm, ich Englisch kann. Und deswegen denke ich halt auch auf dem Deutsch Übersetzung geht halt viel verloren so. Ja, aber ja, ist halt so, manches Zeug, gerade Comedy funktioniert ja, ist ja Sprachfeinheiten und so geht es ja viel drum. Wobei ich sagen muss, ich gucke eigentlich relativ gern deutsch synchronisiert, weil
Ey, in Deutschland, der Sound von Filmen ist besser als irgendwo anders. Kann mir jeder sagen, was er will. Digga, der Mix ist besser und so. Wenn ich in der Türkei war und Ami-Filme geguckt habe, Alter, die Übersetzung, hör mir auf. Übersetzen die überhaupt? Ja, übersetzen die schon, aber Bruder. Aber es gibt ja voll oft, dass nur untertitelt ist dann und so. Nee, die übersetzen schon. Die übersetzen schon. Dann, ey, Digga, dann vermisse ich Deutschland jedes Mal. Also, wenn ich den Film angucke, ey, Digga, ich will einen deutschen Film gucken. Ich finde zum Beispiel, viele Filme kann ich auf Englisch nur voll schwer gucken, weil Explosionen sind brutal laut, Dialoge sind brutal leise. Und der Mix ist einfach auf Deutsch geiler. Zum Beispiel, wenn du jetzt in der Türkei einen amerikanischen Gangsterfilm guckst und es ist gerade voll die hitzige Situation und dann sagt der Typ, fuck you, Mike, und dann wird es halt in der Türkei mit Kahrolls und Mike übersetzt. Das heißt so viel wie verdammt, Mike, weißt du? Ja, das ist bei uns doch aber genauso. Ja, natürlich. Ist doch aber genauso. Ja gut, aber mal, deutsche Übersetzungen haben wenigstens noch Beleidigungen drin, so ein bisschen. Ja, das stimmt. Aber bei John uns und Jane nehme Dostum. Trotzdem hat den's voll lächerlich bei uns. Guck doch mal, wie Schwarze zum Beispiel immer synchronisiert werden. Ist doch auch. Ja, ich hab hey Jim! Ich habe einen Kumpel, Shoutout Basti, der ist jetzt gerade der hat Schauspiel studiert. Oh shit. Hat im Theater, jetzt war im Staatstheater in Berlin und jetzt ist der so ein bisschen, kommt der so in die Synchronsprecher-Szene rein. Und jetzt hat er auf Netflix auch schon ein paar Sachen gesprochen und hat er bei so einer Serie, Comedy-Sitcom, afroamerikanische Familie, spielt einfach so den coolen Onkel, weißt du, der aus dem Ghetto zu Besuch kommt und so. Und ich kenne den Typ, weil es ist ein weißer Dude, der wo mit mir aufgewachsen ist und auf einmal die Stimme auf so einer Person sagt, es war voll verwirrend so, weißt du. Ich stelle mir das voll geil vor. Geil. Könnt bitte irgendeiner von meinen Kumpels anfangen, Synchronsprecher zu werden? Geil, das wäre super. Sehr nice. Weißt du, wen ich mir gut vorstellen könnte, das könnte? Ohne Kern. Ja. Denn der Joe bringt mich Digga, eh. Der muss. Ey, woran ich letztens gedacht habe, erinnerst du dich, wo wir einmal saßen und wir hatten es über TikTok, dass er TikTok machen muss? Und ich habe ihm geschrieben sogar noch, weil du gemeint hast, schreib ihm, der glaubt mir nicht. Und da hat er noch gedacht, das wäre Scheißdreck. Ne? Erinnerst du Leute, dich? Leute, nochmal einmal bitte in die Kamera, Alter. Onur ich hab's Khan, doch gesagt, Mann. Ey. TikTok, Bruder, bitte. Aber jetzt macht er ja. Ja. Also ein bisschen. Ja. Ich habe jetzt in den letzten 2-3 Monaten, muss ich sagen, ich habe so oft mit ihm telefoniert. Ich habe es ihm so oft gesagt. Ich habe ihm auch gesagt, egal was ist, sei es, ich habe jetzt auch in deinem Namen geredet, du weißt. Ja. Ich habe gesagt, wenn er irgendwas braucht, Hilfe, sonst irgendwas, mir helfen ihm. Also dieser Humor, weil der Typ, egal, wenn ich mit ihm 5 Minuten oder 5 Stunden mich unterhalte, der bringt mich immer zum Lachen, der Typ. Also das der ist ein lustiger Kerl. Und jetzt Charisma ist öfters mit ihm unterwegs, also ich denke schon, dass er da ab und zu... Der hat ja zu mir hat er gesagt, er hat ihn schon richtig gebrainwashed. Ja, aber der scheint resistent, aber er hat jetzt mindestens mal einen Account. Das ist schon mal ein Fortschritt. Das heißt, er muss nur noch Dings... Bro, und wenn er nur Witze erzählt, ich denke, das wäre auch gut. Ich war 3 Jahre lang sein Fußballtrainer, okay? Und ich muss könnte ich nicht. Ich muss da ja so ein bisschen so diese autoritäre Persönlichkeit so. Ich habe auch gesagt, ey Jungs, während dem Training voll ernst, aber nach dem Training, ich mache jeden Scheiß mit und so. Aber ey, mit ihm in der ich sage ihm was Ernstes, das und das, und der lässt einen dummen Spruch und ich muss mir einfach den Arsch ablachen, weißt du was ich meine? Oder ganz ehrlich. Okay, TikTok so oder so, aber dieser Junge, der braucht einfach eine Reality-Show. Egal, wer was sagt, weil verbring mal 2-3 Tage hintereinander mit dem. Du kriegst Sixpack vor lauter Lachen. Ich war mit ihm im Urlaub 2-mal. Also ich weiß, wovon ich rede. Ja, Digga, der Typ, krass. Das wär der Erste, vor dem ich Schiss hab, Blaze, hier am Tisch. Warum? Den laden wir ein. Weil der übernimmt. Den laden wir safe ein. Ja, natürlich. Dönder Joe, auf jeden Fall. Der ist safe am Start. Shoutout. Liebe Grüße, mein Bruder. Shoutout an Dönder Joe. Auf jeden Fall. Ja, Dings, wo waren wir jetzt eigentlich? Wir sind über Beats und so hin und her. Boah, wir haben gehört, was seine Einflüsse waren. Geht jetzt ab? Was hörst du so? Was feierst du? Gib uns mal ein bisschen Inspiration. Wir sind so ein bisschen die Oldschooler. Wir hören immer noch Dr. Dre, Eminem seit 20 Jahren. Da bin ich voll dabei. Immer noch auch. Okay. Ich bin sehr auf dem 2000er Trip hängen geblieben. Aber so von den New School, sage ich jetzt mal, oder aktuell einfach Jamule, höre ich sehr oft. Feiere ich. Das ist sehr, sehr starker Künstler. Jamule ist, muss ich sagen, finde ich auch nicht schlecht. Ja, der hat ein geiles Gespür für so Melodien. Der ist bei Life is Pain, ist der, gell? Ja, bei PS Sports. Ja. Genau. Casey Summer, safe. Mhm. Summer. Wir haben es letztes über Summer gehabt. Summer ist der einzige Rapper, der wo jetzt seinen Style immer
der Zeit anpasst und man es immer halt noch ernst nehmen kann. Es gibt ja Leute, die... Safe, weil das 150% liefert. Ja, genau. Und weil er ganz genau, wie du sagst, und der ist immer bei den Top dabei. Ja, also ja. Wenn, safe, wenn, safe. Wenn ein neuer Sound am Start ist und genau. er kommt mit einem Album, dann weißt du, dass das in, für den Sound jetzt ein Top-Album ist. Es hört sich nicht gefaked oder künstlich an. Nee. Bei manchen Rappern ist es ja so der Fall, dass die das sich so versuchen zu erzwingen. So. Das ja, hört genau, so. Das genau. Das ist bei das Summer ist auf jeden Fall nicht der Fall. Summer ist und auch stark. Und bringt brutal zum Lachen. Die Sprüche sind brutal. Ich feier Summer. Ich hab Summer dann ab irgendwann dann so auch ein bisschen mehr gefeiert wie Echo dann. Hm. Echo natürlich lyrisch auf King. Champions League Level so. Ja. Aber Summer halt diese Wort, ich feiere auch, deswegen feiere ich auch so SSIO und so Zeugs. Also wenn SSIO ist krank. Ja, auch sein Humor. Ja, so Lachen krank. Und so ist richtig geil. Ja. Wobei SSIO fand ich am allergeilsten Dings dieses erste Mixtape. Spezialmaterial. Ja, fand ja. Fand ich auch richtig nice. Spezialmaterial und Note oder wie das erste Album hieß, das fand ich auch richtig gut. Ja, auf jeden Fall. Was gibt's noch von den jungen Leuten oder von den neuen Leuten? Deutsch oder Englisch eher? Deutsch. Also Englisch höre ich von den neuen Sachen gar nichts. Echt? Okay. Also sehr so. Selten, sehr selten. Future, Migos. Wie hießen ja, die ganzen, die du so, letztens aufgezählt hast? Wenn's mal durchdringt, sage ich jetzt mal. Lil Uzi Vert, Cardi B, Megan Thee Stallion. Also ich habe jetzt... Wie hießen die alle? Ich habe jetzt durch einen Kollegen einen Franzosen entdeckt. Okay, wie heißt der? Also der ist wahrscheinlich länger im Game, aber ich habe noch nie was von dem gehört gehabt. Der heißt Barry. Ja, kenne ich. Habe ich schon was gehört. Bruder, seit Tagen, seit 2-3 Tagen, Digga, baller ich mit seinen Songs im Auto rein. Krasser Typ. Krasser Künstler. Ich französisch gar... Ich kenne MHD. Mhm. NTM. Also das sagt schon alles. Also ich kenne von den neuen Französisch, glaube ich, gar nichts. Deutschsprachig überlege ich gerade, wen es noch gibt, so wo ich gerne höre. Das neue Signing von Casey, Morpheus, der ist stark. Der war doch auch bei diesen Ding Champions League Bars, Scorpio. Mhm. Beim ersten war der dabei? Beim zweiten. Beim zweiten? Okay, ja, da habe ich ihn. Mit Casey. Geht. Scorpion Gang sind nicht schlecht. Also, was heißt nicht schlecht? Das ist das Label von Summer. Meles ist geil. Meles ist krass. Meles feier ich übel. Billa Joe auch. Billa Joe ist dieser Blonde, ist so gell? Dieser Blonde. Nein. Billa Joe ist der andere Afroamerikaner. Okay. Meles ist ja halb. Ja. Meles heißt auch übersetzt Mischling auf Deutsch. Und den Namen hat Summer dem einfach gegeben. Okay. Weil er halt Mischling ist. Halb Türke, halb Ami. Oder das halb, ist was, als ich. Türke, halb. Keine Ahnung, Afrikaner auf jeden Fall. Als ich das gesehen habe, dass das. Wir haben es ja drüber gehabt. Das fand ich richtig gut. Dass es so eine Aufmerksamkeit bekommen hat, diese Scorpion Bars, Champions League Bars. Ja, brutal. Und so. Also schon damals hat es ja angefangen damit. Weil ich mag das, wenn es dann halt, da geht es halt richtig um Rap. Und ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, dass es ganz lange Zeit, die letzten Jahre, nicht drum ging, wie gut. Und es hat eigentlich hat's aufgehört mit Animus. Als Animus da in diesem JamFM-Studio war. Ja, Mann. Und hat da diesen 64 Bars, keine Ahnung, wie lange der da gerappt hat, vier Minuten am Stück auf diesem Mobb Deep Beat. Brutal. Ich habe so das Gefühl, dass das so ein bisschen ein Wendepunkt war und dass ab da die Leute wieder es geil fanden, einfach nur zu rappen. Jemandem zuzuhören, der einfach geil rappt und auf den Punkt rappt und kein Backup braucht oder irgendwie sowas. Ja. Und das finde ich halt bei diesem Ich sag ja, also dieses, also der ganze New School Ding, das ganze New School Ding ist ja mehr so melodisch, gesanglich alles. Aber jetzt immer mehr kommt der normale Rap wieder zurück. Mhm. Ja, das, genau, was wir als Rap bezeichnen. Genau, und die Leute oder so, wie wir aufgewachsen sind. Sehen auch, dass jemand rappen kann. So weil, sieht's aus. Ey, ich sag's ganz ehrlich, im Studio kann jeder am Ende des Tages. Wenn du im Studio bist und hast genug Zeit, dann kriegt es jeder auf die Reihe. Und wenn du Zeile für natürlich, Zeile auf... Natürlich. Aber safe. Das gibt's ja auch, im Ami-Rap gibt's das schon voll lang, diese Cypher. Ey, Freshman, XXL Freshman Cypher. Wie viel Zeit meines Lebens habe ich damit verbracht, diese... BET, Basement, du weißt, wie heißt es? Big Tigger, Basement, ja. Ganz genau, ganz genau. Wie viel Zeit meines Lebens habe ich damit vergeudet, wenn Cameron da steht und rappt 5 Minuten am Stück, aber während er Geld zählt und so. Kennt ihr das XXL Krass. Freshman Cypher? XXL ist das größte Hip-Hop-Magazin aktuell nach, also Source und so gibt es ja nicht mehr. Das ist immer, wenn sie die Rookies of the Year quasi... Genau, jedes Jahr werden so die Top 15 Newcomer
kommen dann aufs Cover, alle auf, auch auf dem gleichen Bild. Dieses Freshman-Cover, ja. Freshman-Cover. Jeder will auf dieses Freshman-Cover. Alle auf diesem Cover dann drauf, 15 Personen immer. Und dann gibt es halt gleichzeitig dazu gibt es dann so ein Cypher wie bei Scorpion Gang. Dann alle 15. Oder so diese Shady Cypher, was ich auch immer geil fand. Genau, Shady Cypher ist auch geil gewesen. Ja, auf jeden Fall. Weil halt Joe Budden dabei war. Top 5 Dead or Alive. Joe Budden. Joe Budden, Top 5 Dead or Alive. Ich kann es nicht mal richtig aussprechen, weil ich so aufgeregt bin. Ich kenne keinen, außer Pump It Up. Top 5 tot oder lebendig Deutsch-Rapper. Ja. Jetzt. Jetzt. Top 5. Echo, habt ihr ja schon gehört. Ja. Azad. Oh, war letztens in der Diskussion nicht drin. Ist geil. Ja. Azad, safe. Savage hat auch einiges geprägt und gemacht. Egal, wer was sagt. Bushido, genauso. Hat auch sehr viel geprägt. Ja. Egal, alles andere außerhalb Weltklasse. Ja, nur aus der Rap-Sicht. Nur so ja, sieht's ja. Aus. Nur so sieht's aus. Und noch ein? Waren das jetzt drei? Das waren vier. Waren vier? Ah ja, vier. Packt das Summer Jam in seine Top 5 oder nicht? Safe. Oh. Summer. Safe Summer Jam Top 5? Das habe ich auch noch nicht gehört. Safe. Wäre bei mir vielleicht auch drin. Echt? Mhm. Summer. Boah, das sind alle, die ich jetzt aufgezählt habe, waren so irgendwie von der Oldschool, ne? Also eigentlich als Schule. Stell dir noch ein paar auf, die du nicht hast. Ich weiß nicht, das Summer Jam Oldschool. Summer Jam ist Summer ganz Jam und gar nicht Oldschool. Summer Jam ist Oldschool und New School. Ja. Ist ja, es gibt so ein paar, die so Generationen überspannen. So ein Sammy packt es bei dir nicht rein? Doch, Sammy ist da, ey, Digga, Top 5 reicht. Sammy ist der Sechste in der Top 5. Ja, natürlich reicht es nicht, natürlich reicht es nicht. Okay, wir machen es jetzt noch ein bisschen, jetzt deine Top 5. Amerikanische Künstler. Park, Biggie. Da ist ohne Wenn und Aber. Dr. Dre. Snoop. Schafft's der weiße Junge rein? Eminem, ja. Safe. Okay, dann ist Danny auch nicht sauer. Nein. Digga, Eminem hat auch, also ja, wirklich Eminem eine lange, sehr lange Zeit geprägt. Eminem hat allerdings seine Flows. Eine Zeit lang wollte auch jeder wie Eminem. Ja. Sogar klingen so. Wir haben es noch nie drüber gehabt. Gibt es ein deutsches Äquivalent zu Eminem? Das, was Eminem in den USA ist, gibt es sowas bei uns? Sido? Vielleicht die Styles sind nicht gleich. Also mittlerweile sagen die Oleg Sish. Vergleichen die sehr krass mit Eminem. Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, vielleicht jemand wie Credibil. Also ich hab Eminem. Von den Rap-Styles her? Du willst jetzt sagen, von so Skills? Credibil Rap wie Sido? Wie Eminem? Ich will nicht sagen, Credibil Rap wie Eminem. Ich will sagen, dass jemand, der. Dass Credibil jemand ist, der verhurt gut rappt. Verhurt gut rappt. Ja, yeah, okay. Und. Sag ich nichts dagegen? Okay, da packe ich jetzt einen und auf. Und noch so. Das ist immer Diskussionsbedarf, das, was ich jetzt und sagen Und so. Werde. Warum? Sag, hau raus. Skills, habt ihr gemeint. Technik. Ja. Ja. Gibt es keinen über K. Was? Digga. Was? K1 ist schon gut. Ich wusste, gut, dass es kommt. K1 ich weiß doch, gut, dass K1 gut ist. Es geht nicht darum, ob K1 gut ist oder also schlecht. Also nichts über K kann ich jetzt nicht sagen. Das wäre K und Jesus. Safe. Die sind krass. Also Technik. K, Jesus ist auch nicht schlecht. Aber ich, wenn du jetzt sagst, Eminem in Deutschland, dann gehe ich davon aus, der wo so viel für Action gesorgt hat, auf einmal wollten alle sein wie er. Ja, okay, dann ist das nicht. Ist auf jeden Fall dann Sido. Ist auf jeden Fall Sido. Vielleicht Sido. Vielleicht. Sido hat doch mit meinem Blog und so, wo das rausgekommen ist, da war doch jeder voll geflasht, oder nicht? Ja. So ja, mein Blog. Aber ich dachte jetzt rap-technisch her. Ja, okay. Ja, vom Style her kann ich, glaube ich, keinen. Aber warte mal, das Gleiche war mit K auch. Jeder wollte sein wie er. Ja, das stimmt auch. Jeder wollte Style und das Geld haben. Ja, viele haben so geflowt. Viele haben angefangen, Moncler zu tragen durch ihn. Also ich muss jetzt der Vollständigkeit halber sagen, ganz kurz, ich krieg meinen Credibil-Punkt nicht mehr ganz zusammen. Ich denke die ganze Zeit drüber nach. Der Gedanke hat voll in meinem Kopf drin, der Sinn gemacht. Irgendwie, ja. Das müsst ihr mir jetzt einfach glauben, es tut mir leid. ich kriege ihn nicht mehr ganz zusammen. Aber, sorry, deswegen war ich jetzt kurz raus. K und Jesus. Ja. Dass keiner besser rappt in Deutschland als die zwei? Nein, das war ein bisschen. Ah, das war ein bisschen drüber. Ja. Aber ja, die zwei sind krass. Ich habe das erste Mal, ich habe so einen Spot bei mir im Zimmer gehabt und wenn da mein Radio stand, dann habe ich Jam FM gekriegt. Mhm.
vor 15 Jahren oder was. Chub Life. Und dann kam das erste Mal Chabo Mambo von Chub Life so. Und ich habe nicht gewusst, was da. Es gibt so ein paar Momente, was so Rap angeht. Und also für mich in meinem Leben. Und hinterher war nichts mehr so, wie es vorher war. Und ich glaube, dass das einer dieser Momente sein wird. Das war halt bei mir auch der Fall, dass ich halt schon Chub Life voll gefeiert habe. Ja, deswegen hat mich dieser Style und das Geldphase von K1 nicht mehr so stark geflasht, weil ich schon wusste, dass der gut ist. Ja. Mich hat es schon ein bisschen geflasht. Ich habe an der Stelle vergessen, liebe Grüße an Jay, mein Brudi. Sollen alle kommen hierher. Shoutout. Bring ihn mit. Jesus. so nette Kanacken. Sind beides unfassbar gute Rapper. Ja. Dünya Dönüyor waren die auch drauf. Dieser auf dem Album, ja. Eigentlich schön, dieser Song. Mit dem Maisfeld im Video und so. Yeah. Eigentlich schön. Eigentlich schön hieß er, gell? Ja, Bruder, krass. Wie auch immer der Sänger hieß auf dem Song, ich weiß es gar nicht mehr. Azra? War das nicht der Sänger davon? Nee, Dünya Dönüyor war doch auch Chub Life mit am Start, oder? Nee, das war Echo und Ding. Nee, das war Echo und wie hieß er? Du hast gerade gesagt. Azra. Azra, genau. Ja, warte. Die zwei. Die zwei Rapper Nein, haben. Nein, stopp! Der Sänger von eigenen Schiff, Philipp Heiter oder. Nee. Nein. Philipp. Wir reden vom gleichen Song. Der Song war super. Ja, und Philipp heißt der auf jeden Fall. Und ich fand zwei Philipp super stark. Ja. Super stark. Ja, Mann. Und mich hat es dann auch nicht wirklich. Was mich überrascht hat allerdings, als dann das K1 Solo-Album kam, war, dass das. Eigentlich schön Echo Fresh featuring Azra und Chub Life steht hier nur. Und Philippe, okay, steht hier. Dass er es geschafft hat, da so einen geilen roten Faden reinzukriegen und sich die Mühe gemacht hat, dass er so eine Story durchweg erzählt hat. Meinst du den Kenneth allein zu Hause? Ja, Kenneth allein zu Hause war richtig gut, witzig, das Album. Genau. Das war richtig gut. Zu der Zeit hat ein Kumpel von mir, der auch sehr, 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 sehr gut gerappt hat, der hat mir das gezeigt der war eigentlich auf ganz andere Musik und hat aber gesagt, ey, du musst das K1-Album hören. Ich so, laber mich doch nicht voll. Ich habe original gedacht, der verarscht mich. Mhm. Weil halt, ich hatte keinen Bock auf Montclair-Musik. Muss ich ganz ehrlich sagen, weißt du, was ich meine? Also, mir haben da Inhalte gefehlt und so ein bisschen. Ich glaube, mir hat es der Aber das war ein roter Faden. Und da hat er gesagt: Nee, ohne Scheiß musst du dir anhören. Von vorne bis hinten durch. Und dann habe ich es mir angehört und habe mir gedacht: Krass. Ja, das ist richtig gut. Ich glaube, mir hat es der Corey zum ersten Mal gezeigt. Ja, ganz genau, das meine ich. Und dann auch die Songs, die dann perfekt nach dem Skit gepasst haben und so. Genau. Das war krass. Aber es gibt bessere Rapper als Jesus und als Megalo, würde ich persönlich jetzt sagen, technisch. Was, Megalo? Jesus und K1. Megalo ist schon brutal. Als Jesus und K1 zum Beispiel, und hier kommt die Brücke zum Beispiel, Megalo. Ich bin ein super großer Megalo-Fan. Megalo ist krass. Megalo ist ganz anderes Level. Und ist technisch einer der besten in Deutschland, also wenn du mich fragst. Auf jeden Fall. Aber ey, was man auch sagen muss, da reden wir über Nuancen. Also das ist nicht so, dass der eine Welten besser ist als der andere. Ja. Vor allem da geht es um Millimeter. Vor allem die Geschmäcker sind auch unterschiedlich. Ja. Ja, genau, und um Geschmäcker und so. Also ich feiere zum Beispiel auch Chefcat Vorlag. Krass, ja. Chefcat ist auch krasser Rapper so. Und krass, viele würden den aber halt vielleicht nicht ernst nehmen, weil der halt... Bro, es gab einen Song, den ich tot gefeiert habe. Das war der mit Ratar, Chefcat. Max Herre. Ja, Digga. Ich habe Max Herre zum ersten Mal so rappen hört. Max Herre war schon Freundeskreis richtig krass, aber der hat sich dann mal so, der hat irgendwann, glaube ich, mal die Lust verloren, so Max Herre. Also der hat doch aber mehr so Reggae gemacht, oder nicht? Nee, Freundeskreis und so war schon. Das war Rap eigentlich. Nein, Max Herre an sich, als Single. Der hat so eine Zeit gehabt, wo er dann auch Gitarre entdeckt hat und ein bisschen gesungen hat und so. Ja, der hat ja genau, so ein bisschen Reggae-influenced und genau gesungen und so. Ein bisschen so Singer-Songwriter, sagt man da heute zu. Mhm. Aber angefangen hat er mit Freundeskreis und so. Und die haben gerappt. Die haben gerappt. Immer wenn es regnet, muss ich an dich denken. A-N-N-A. Wunderschön. Krass. Das Video war voll krass. Irgendwo Ding, wo die da in so einem Loch gefangen sind und so. Max, ich hab das gar nicht vor Augen. Max Herre ist richtig gut. Aber ich glaube, der hat dann so genau diese Phase, was wir angesprochen haben, diese Gangster-Rap und wo es dann cool war. Du hast Max Herre gehört? Ja, natürlich. Ich dachte, das haben wir nur auf dem Gymnasium gehört. Ja. Ihr habt, haben wir das auch auf der Straße gehört, Bro? Nicht auf der Straße direkt, aber wenn man dann allein in seinem Zimmer war, hat man schon... aber nur heimlich. Hat man das gehört. Wenn der Kumpel klopft, ganz schnell aufmachen. Weil ein Kollege aus dem Gymnasium aus Versehen beim Vorbeigehen in deinen Rucksack fallen gelassen hat, die CD. Du hast meine Max Herre CD noch, ne? Ja, nee, Max Herre ist aber... Max Herre ist... Nee, ist Legende, Mann. Natürlich, ist auf jeden Fall Legende. Mit so mit MC René und was weiß ich, Tony L und so auf diesem, so finde ich so auch vom Style her vergleichbar so her.
Aber es ist halt Ding, andere Schule. Und wenn Maxere wack wäre, dann wird Ratar nicht mit dem auf den Song Das jumpen. Stimmt. Wird Ratar. Ich find's übrigens immer krass, wie Backpack-mäßig Ratar schon immer gerappt hat. Mhm. Ratar hat gerappt wie so die Typen, die mit mir mit Rucksack und Brille um die Mülltonne gestanden sind und so. Ja, Ratar ist auch Ding. Der ist halt auch voll der Musiker. Das der ist so. Oldschooler. Der ist Oldschool Hip-Hop-Hat, Mann. Bei dem fehlt Sprühdose und so Breakdance. Mhm. Mhm. Bruder, der ist musikalisch durch und durch, ne? Ja, auf jeden Fall. Der hat auch Ahnung. Was viele nicht wissen, aber. Ja, der hat auch Ahnung von Ding. Der kann auch Instrumente spielen und so. 100%. Ja, der kann. 100%. Ja. Irgendwann, ich weiß nicht, ob es Freestyle war, der hat auch mal gesagt, dass er Musik studiert hat. Aber wie viele Sprachen kann der? Boah, der kann schon, glaube ich, 5, 6 verschiedene Sprachen so. Soweit ich weiß. Mhm. Ja. Das ist krass, den das ist krass. Der Typ. Ja, kann ich mal, was geht, was kommt, was ja, ist warte, wir gehen der Reihe nach. Ja. Und dann Dings. Wann hab ich das erste Mal Zeug von dir gehört? Das war, glaube ich. Beim Daniel Curry. Ja, ich glaube, wir sind mit ihm im. War das, ich glaube, das war nicht, als wir dein Mixtape gemacht haben. Ich glaube, da habe ich noch nichts gehört. 2013 war mein Mixtape. Ich glaube, da hab ich noch nichts, aber dann ein bisschen später. Haben wir der Corey auf jeden Fall, der hat mir Zeug gezeigt. Ich glaube, der hat mir Zeug gezeigt. Wir haben doch auch ein, zwei Songs zusammen, die aber nie released worden sind. Geld in der Tasche, Geld wurde in der Tasche. Wurde nie released? Letztens habe ich dran gedacht und habe ihn gefragt, hey, wo waren das? Digga, ganz ehrlich, der Song muss neu aufgenommen werden, released werden. Ganz ehrlich. Und da habe ich gemeint, war der nicht auf einem Mixtape von dir, habe ich ihn gefragt und der so, ich glaube, der hat gesagt, nein, der ist nicht released, gell? Nein, der Tasche, Song, Geld ich habe zwei Versionen von dem Song zu Hause. Aber ich hatte den auf jeden Fall. Und dann habe ich so Feature-Parts und so habe ich ab und zu gesehen. Mhm. Sogar auch Video, glaube ich. Aber es gibt so ein Video im Infinity. Ist es im Infinity? Mhm. Im mit Hookers. Dings, mit da hockt Ding neben dir. Wie heißt er? Benny. Nee. Meinst du das Video von war mir? War nicht der Eihahn neben dir gehockt? Ja. Ja. Grüße an Eihahn. Liebe Grüße an Eihahn auf jeden Fall. Das war das Lied damals mit Dominik, liebe Grüße an ihn. Für sein Mixtape, was er da gemacht hatte, haben wir ein Video gedreht. Das Wer hat ist sogar Dominik? Wer ist Dominik? Dominik aus Waldorf. Sag mir was. Safe, sag dir was. Genau. Ich glaube, bei dem waren auch immer viele aufnehmen. Kann das sein? Teilweise, ja. Haben viele gemacht. Mit ihm und Benny Stoll. Auch liebe Grüße an ihn. Benny Stoll ist auch so ein Name, den man ganz oft gelesen hat. Ich glaube auch mit Sänger, Danny. Digga. Auch, glaube ich, ja. Ja, gab's auch. Digga, der Typ hat eine gefühlte Engelsstimme. Ich hab's nicht mehr vor. Also der singt richtig krass. Also so eine sanfte Stimme einfach. Damals gab's das Video. Da war auch Daniel im Video mit dabei. Der ist ins Auto gefahren. Sind wir zusammen ausgestiegen. Da hat er noch seinen Benz hat er gehabt. Was war das? Dieses Sportcoupé. Ja, CLK oder sowas war das. Glaube ich. Ja. Ja, Mann, da. Und ich glaube, das war das Erste, was ich gesehen habe. Genau. Oder gehört. Also ich weiß nicht, kann es sein, dass das Vorgeld in der Tasche war? Ja. Dann war es das. Ja, ich glaube ja. Infinity hatte ich einen Auftritt. Also, ich dachte, dieses Video, aus irgendeinem Grund dachte ich, dass das Video im Infinity war. Nein. Infinity hattest du. Gibt es Infinity noch? Ja, gibt es noch. Also macht die das noch? Wie? Wir? Nee, die Sandra heißt die. Ja, ja. Die macht das immer noch mit ihrem Mann. Infinity ist, wie hieß das früher? Krypton. Ja, und das hat. In Sandhausen? Ja. Oh, Krypton ist so ein legendärer. Oder Krypton. Immer wegen Amis und so, gell? Ja. Leute, Krypton da wart hat, ihr noch im Kindergarten, Alter, was da abgegangen ist. Der Ding, der Jan, ich war da mit hat vier, da ich um war die mit Ecke 14, gewohnt. Das war meine erste Disco mit 14. Weißt du, wie ich ins Krypton reingekommen bin? Vor der mit Edding! Nein. Shoutout an meine zwei, ich will jetzt keinen Namen nennen. Ich war Krypton, war ich 14 Jahre alt, so noch voll der Milchbubi. Wir gehen hin, der Türsteher lacht mich aus, also lacht mich und Kollegen aus, weißt du, bla bla bla. Auf einmal eine Riesenschlägerei auf dem Parkplatz. Ja, Mann. Die Türsteher von der Tür rennen zum Parkplatz und du rennst durch die Tür. Und ich gehe durch die Tür einfach voll gechillt. Und so, und dann mit 14, und da waren früher waren ja die ganzen Army-Soldiers und so dort. Ja. Ich habe gedacht, ich wäre so damals war Ding
Pretty Pablo, North Carolina. Und Pidi so. Pablo? Ich, oh. Ja, Pidi Pablo. Ich komme so rein. Alter. So, T-Shirts fliegen in der Luft. Ich dachte so, ich bin im neuesten Musikvideo von Ding. Von Pidi Pablo. Von Pidi Pablo, ey. Das war, ey. Und danach, also, Krypton hat. Ja, erzähl mal. Ja, nee, erzähl. Krypton hat dem Vater von einer meiner besten Freunde gehört. Okay, geil. Hast du gehört, Bro? 14. Liebe Grüße aber an auch Emil alles und Alan. Die Jungs haben jetzt auch eine eigene Shisha-Bar an der Stelle, Heaven Lounge Lyman. Da bin ich sehr, sehr oft anzutreffen. Krypton war geil. Und der Vater hat es damals gemacht. Und ey, wir haben uns jahrelang geärgert, warum wir da nicht alt genug waren, um da hinzugehen. Krypton, da habt ihr was verpasst. Ja, wir haben auf jeden Fall was verpasst. Hin und zurückkommen war halt scheiße. Ja, aber. War voll weit vom Bahnhof. Von Sandhausen, Taxi zu viert. Aber ja, stimmt hat auch. Fast nichts gekostet. So. Ruftaxi. Ja, und. Nimm so. Dings. Nee, wir sind immer mit Taxi. Ruftaxi immer an gewisse Uhrzeiten gebunden. Ja, ja stimmt. Aber dann, wo ich dann so richtig 18 war, dann war auch schon so langsam das Ende vom Krypton so in Sicht. Ja. Wo ich dann so legal dahin ging. Dann war das doch auch jahrelang zu. Ne? Ja, dann war das die ganze Zeit zu. Dann war irgendwas, eine russische Disco oder sowas, war da auch mal eine Zeit lang drin, glaube ich. Oh ja, wie hieß das? Oh, das weiß ich nicht. Ja, zwischendurch war es, aber ganz, ganz kurz. Ja, ja. Also zwischen Infinity und Krypton. Ja, keine zwei Jahre. War eine russische Disco drin, kurz. Mir fällt es nicht mehr. Ey, wer es weiß, schreibt es uns in die Kommentare, wer freut. Ja, Mann. Aber nee, Infinity wusste ich gar nicht, dass das wieder aufhat und so. Also, dass da mal was ging und so. Ja, da haben wir doch Auftritte gemacht nach der Reihe nach. Danny damals, glaube ich, auch. Mhm. Vladi. Ich. Mich hat, ich. Da waren auch noch Jungs aus der Nähe von Karlsruhe und so. War da nicht mal Flair? Ich war bei Vega. Hatte da nicht mal Flair ein Konzert? Flair weiß ich nicht, aber Azad. Azad war da. Okay. Mit Solo und Hannibal, glaube ich. Okay. Ich glaube, da war mal ein Flair-Konzert. Bin mir aber nicht sicher. Kann auch sein. Und da gab es noch einen. Also drei große Namen waren da auf jeden Fall. Ich glaube, Flair war so, wie ich mich erinnere. Alter, warte mal, stopp. Jetzt, wo du das sagst. Das war eine Clubshow von Danny. Mhm. Und da in Karlsruhe, da waren wir, also gefühlt ganz die Line war da. Weil du das so erzählt hast, weil das tut mir heute im Nachhinein sehr leid, was wir da den Danny angetan haben. Der hätte eine Gage bekommen. Das war im Panama-Club in Karlsruhe damals. Ich glaube, da war auch Sharif und so, alle am Start. Johnny auch. Bruder, wir haben einfach dem seine Gage versoffen. Die ganzen Jungs. Dann geht der wusste nichts davon. Der dachte, wir haben alle irgendwie bezahlt. Ne? Aber da kam Flasche nach Flasche die ganze Zeit an unseren Tisch. Wir hatten, also dem seine Gage war so leer, dass wir nur noch Wodka hatten. Digga, wir hatten einfach kein Mischzeug mehr. Der geht irgendwann ins Büro. Digga, der geht irgendwann ins Büro, um seine Gage abzuholen. Der ist voll glücklich. Hat gar nichts bekommen. Okay. Der hätte gemeint, eigentlich, Danny, Minus. Musst du eigentlich draufzahlen. Deine Jungs haben dein Leben zerstört so da draußen. Bruder, liebe Grüße an Danny an dieser Stelle. Tut mir leid, dass diese Sache Storys damals... Diese Storys gibt es auch bei unseren Lenky-Auftritten. Da gab es ja Habt diese... Habt ihr Gage gekriegt? Old Number 7 seid ihr sehr oft aufgetreten. Es gab zwei legendäre Auftritte im Old Number 7. Und da gab es ja diese eine Person, wo auch auf dem Fleischkäse-Song zu hören ist, wo ja angeblich unser Manager ist. Das Geile war... Ich kannte den Besitzer von dort und so, hab das ja organisiert. Ich gehe mit dem Rookie, gehe ich halt dann hin, mach das und das. Dann meint der Besitzer, ich hab das alles schon mit eurem Manager abgeklärt. Halt's Maul. Der hat auch schon für die nächsten zwei Auftritte zugesagt und so, weißt du, und wir wissen von gar nichts, weißt du. Ich würde feiern, wenn er das diese hört. Diese Person hat auch Sammy Deluxe nach diesem Wiesloch-Auftritt auf den Parkplatz gejagt. Bis an sein Auto und wollte ihn schlagen. Und dann, nachdem haben wir ihn gefragt, warum. Dann meinte er, es gibt einfach keinen Grund. Der hat es verdient. Ich will jetzt keinen Namen droppen, aber Shoutout auf jeden Fall. Ja, ich glaube, alle wissen. Yeah. Also, ich habe zwei Namen im Kopf, aber ich sag auch nichts. Ich sag's dir danach im Podcast. Also, in Old Number 7, da war ich einmal auf eurem Auftritt. Genau. Ja, ja. Ich bin der Einzige. Ohne Scheiß, ich bin der Einzige. Aber ich habe euch gehatet. Ja, du bist. Ich hab's mit deinem Chef schon geklärt. Und mit meinem Chef. Okay. Chef hat gemeint, ist schon Stier, aber halb so schlimm. Ja, okay. Jungs. Aber darüber reden wir nochmal unter vier Augen. Im Podcast. wenn er zu Besuch ist. Ja, nee, ich war auf keinem. Hm? Ich war auf keinem Auftritt. Was? Von Lenky. Voll schlecht. Oh, Mann.
Und jetzt ist er bei Lenky, weißt du? Ich habe Deutschrap nicht gehört zu der Zeit. Ich war voll drüber. Ja, ich habe Ami-Rap gehört zu der Zeit. Also war für mich alles Quatsch. Ja, Deutschrap, ja, ich weiß, was du meinst. Da gab es so eine Zeit, da konnte ich mir das nicht reinziehen. Ja, Mann. Ja, und dann mit dem Ding, mit dem Dings, genau, dann hat mir der Corey deine Sachen gezeigt. Mhm. Und hast du MySpace gehabt? Ja. Ja? Aber nicht mit Charisma, so sondern so. Jessere-Zeiten. Okay. Also davor, wo ich so Gangster-Rap gemacht habe. Hast dann Songs hochgeladen und Leuten geschrieben und so? Alle ja, haben ich hab damals auch mit Summer Jam geschrieben, über MySpace. Mit Summer Jam? Ja. Da war er, da, ich glaube, ich weiß nicht, ob das die Zeit war, wo schon Summer Jam wird ein Star rauskam oder davor, also irgendwie da zwischendurch. Ich habe ihn gefragt gehabt, ob ich einen Shoutout bekomme. Mhm. Hat jemand kein Thema. Und da habe ich gesagt, ja, dies, das. Und geschrieben, so, ey, wann, wie, wo, wie machen wir das? Ja, Bruder, ich schreibe dir und so. Und haben wir nochmal geschrieben. Ich so, ja, wenn du willst, ich gebe dir meine Nummer, ruf an und du stimmst es einfach auf bei mir zu Hause. Aber irgendwie kam das nicht mehr zustande. Mhm. Aber trotzdem, also, fand ich cool. Fand ich korrekt, dass er zurückgeschrieben hat. Ja, es gibt ganz, ganz viele, die schreiben nicht zurück. Ja. Ja, gibt's. Weil manche haben ja dann Starfilm und so. Ja, die scheißen da drauf. Dicker, das, soweit ich weiß, wollte Summer nicht mal Rapper werden. Echo hat ihn so gefühlt dazu gezwungen. Ja. Summer, sein erster Song. Offizieller Song. Wisst ihr, welcher der war? Mhm. Also wenn das mit sagst, Exhibit und Reptile. Das war sein allererster offizieller Part. Make your bounce. Was war Reptile, Mann? Krass. Nee. Was? Ich habe ihn gefeiert. Ich habe ihn auch gefeiert. Also, war nicht schlecht. Dieser Ami-Film, den hat er richtig gut beherrscht. Ja, aber es war halt Ding. War halt voll. Aber es war halt in Deutschland. Ne? Ich hab's halt immer real gekeept, weißt du? Ja. So, das war immer ganz, ganz wichtig. Auf ja, Gymnasium. Okay. Aber an sich hat er sein Ding gut gemacht. Ey, wie auch immer der das hingekriegt hat. Ich habe so im Nachhinein, wenn du darüber nachdenkst, ich habe keine Ahnung, wie man das hinkriegt. Also, das ist. Also, auf dem Level war das krass. Und Digga, ich will nicht wissen, was für einen guten Vertrag der hatte, dass der solche krassen Videos gedreht hat. Ja, ja, ja. Für einen Deutschrapper eigentlich. Ja, ja, stimmt schon. Das ist schon heftig. Der hatte ja wirklich ein Video gehabt. Ja. Was ich immer ganz furchtbar fand, war, es gab ja dann so Christina Milian featuring Sammy Deluxe für den deutschen Markt und aber so. Aber da war kein Bild zusammen. Mhm. Als mir irgendwann komme ich zum Corey und dann hat er gemeint, er hat schon gehört, es gibt so einen Song Vanessa Mai und Oleg Sesh. Und das Erste, was ich gefragt habe, war, sind die zusammen im Video? Ja. Weißt du, die zusammen zu sehen? Weil ich halt davon irgendwie, ich finde, wenn nicht, dann interessiert es mich nicht. Mhm. Ich glaube, der Erste, der wurde, war ja Savage und Lumidi, glaube ich, oder? Weil Savage hat ja auch, ist ja auch mit Lumidi. Also international meinst du, ja, glaube ich, ja. Savage mit Lumidi. War auch ein krasser Song. Ja. War das jetzt Savage, Sammy und Lumidi? Nee, es gab Savage und Sammy, dieses Okay. Von Mel Beats. Ja, okay. Okay. Ah, hey, das Mel Beats Album ist assi underrated. Einfach Kanye West auf ihrem Album. Ja. Was? Ja, ja. Damals. Wollt ihr mich gerade verarschen? Doch. Doch, das erste. Aber damals war Kanye noch nicht das, was er jetzt ist. Ja, aber trotzdem. Damals gab es schon College Dropout. Ja, College Dropout, aber. Mel Beats Album, ich weiß nicht, wann es rauskam. Aber, also Producer-Album. So. Ja, genau, aber auf jeden Fall in dieser Welle aus. War Echo noch auf dem Album? Ja, Echo gab es noch auf dem Album. War Echo nee, da gerade weg? War schon der Bruch da. Mhm. Also der Bruch hat ja angefangen mit Ich bin jung, brauch das Geld. Ja. Und mit da LOVI war es dann richtig bekannt. Ich bin jung und brauche das Geld, hat der Echo schon Savage Parts runtergekickt. Okay. Weil es gab schon Parts, also Tracks mit bei. Es gibt auch zwei Versionen von dem Ich bin jung und brauche das Geld Video, wo die am Anfang im Auto fahren. Ja. Und da sitzt Savage auf der Beifahrerseite und Echo sitzt irgendwie so hinten und dann labert. Aber stopp, das ist König von Deutschland. König von Deutschland, aber das ist ja auch auf dem Album drauf. König von Deutschland? Ist auf Ich bin jung und brauche das Geld. Bist du das war nur eine Single, soweit ich weiß. Ich glaube, das ist da drauf. Das war die Lead-Single, das war die Single, ja. König von Deutschland. Und danach kam Ding. Ich bin jung und brauche das Geld, ist doch Ding auf den ich R. Kelly-Beat. Der Größte. Ja. Genau, G-Style, genau. Was ist aus G-Style geworden? G-Style. Köln-Kalk oder wo? Ja, Köln-Kalk. G-Style war auch, das war so. Kennst du diesen Auftritt, wo G-Style mit Summer und Kay. ATV. Mama, guck mal, ich bin türkisch Fernsehen. Was? Kay. Der Kay rappt so auf Deutsch, weißt du? Der sagt, ja, kannst du auch türkisch und sagt. Dann sagt, was hat er gesagt? Paramyok, Paramolacak. Ja, er sagt, ich habe kein Geld, ich werde Geld verdienen. Und dann so, die rappen gerade so, voll, das ist eine richtige Fernsehsendung, im großen türkischen Sender, ja, weißt du? Und dann der Kay dann so, rappt sein Part und dann so, Mama, guck mal, ich bin türkisch Fernsehen.
Und dann, ne, na, ich weiß, sagt er Mama oder Hakanabe? Ich glaube, er sagt Hakanabe. Ja, sagt er Hakanabe? Hakanabe, liebe Grüße, ich bin im türkischen TV und so. Ich habe das Album damals gehört, Hakanabe. Oh, Mann, fand ich gut. Ich fand den, Bruder, ich fand den so wie der Party. Das hat mich Ding. Das haben die ja dem geschrieben. Ja, ich weiß. So. Ich fand, also vor diesem Hintergrund fand ich es ulkig, dass sich einfach dieser Typ dann hinstellt und rappt die ganzen Sachen. Hakanabe, ich schlag euch ein auf eine private Party irgendwas. Ja, Dings, voll billig alles und so. Aber mir hat es Spaß gemacht. Mir auch. Das hat einen gewissen Humor gehabt. Ja, aber genau. Es war so, ich hab immer so gesagt, also wenn ich den gehört habe, ich so, Mordo, guck mal, der Pate rappt. So aus Köln. So gefühlt, also, weißt du, was ich meine, weil das war ja ein großer Name. Das war ja so der Rücken so. Ja, die haben den halt auch so geil hochstilisiert und so in meinen Texten und so. Das fand ich gut. Aber Digga, der Echo hatte immer ein Händchen dafür. Also auch ein Auge für Künstler, wenn du jetzt heutzutage guckst. Echo ist auch jetzt voll big im Werbung-Game. Ich habe jetzt gesehen, der macht Müller-Milch-Eidern. Der hat seine eigene Eidern-Version mit Müller-Milch. Echt? Müller-Milch-Echo-Edition. Genauso wie der Toaster hat mir vor einem Jahr oder zwei hat er mir Wodka Gorbatschow-Echo-Edition hat er mir mitgebracht. Stimmt, ja. Jetzt gibt es Eidern. Hat mich voll gewundert, dass es das gibt. Da, ich habe das gesehen gehabt, da gab es auch so Voting, da gab es drei verschiedene Designs zur Auswahl, dann konnte man voten. Gold, blau. Und noch eins. Ich habe das blaue mit goldenem Etikett und da steht Echo Fresh Edition irgendwas. Ja. Echo ist jetzt groß im Ding. Also Werbung, ja. Der hat doch sogar eigene Firma, Liefertüte mäßig oder sowas. Liefertüte und jetzt hat er neu rausgebracht, Lieferabi. Türkische Lebensmittel. Lieferabi, krass. Geil. Aber es ist doch geil, so Ding. So. Feier ich. Vor allem so jetzt Deutsche, die wohl jetzt nicht wissen, was im türkischen Supermarkt, und ich kenne viele Deutsche, die fallen so Sucuk und so Zeug. Ja, dann kann man sich sowas dabei Lieferabi bestellen. Geil. Geile Idee, Alter. Das könnte man großziehen. Ja, das ist richtig gut auf jeden Fall. Echo war schon immer, was so Marketing und so Zeugs angeht. Das war vielleicht auch sogar einer der Gründe, warum Savas stand. Vielleicht war der Echo schon zu arg, weil Savas, kennst du ja, der war ja immer so ein bisschen, der wollte immer ein bisschen ruhig. Weiß nicht. Nicht zu arg den Arsch verkaufen. Also ich habe zu der, Digga, da habe ich eine Geschichte, wieder Echo. Und das war, Echo hatte eine Show in Mannheim. Letzter Tourstopp. Wie hieß es? Große Seilerei oder? Alte Seilerei, genau dort. Da war ich eingeladen. Mit Motrip, mit Joker und so. Ramazanabe, Akbash. Sinanji war auch dort. Sinanji war da, Massiv war da. Ado Kojo war da. Search war da. Also auf der Tour mit die ganze Zeit dabei. Da waren wir auch. Joker war und Motrip waren doch auch dabei, oder? Ich glaube. Ja. Ich weiß aber nicht mehr, welche Tour das war. Da haben wir mit Joker gechillt nach dem Konzert. Bruder, wir waren da eingeladen. Mit Ramazanabe und ein Salihabe aus Mannheim. Liebe Grüße auch an beide. Ramazan, wer? Akbash. Mein Steuerberater. Peace. Mit ihm, der hat mir gesagt, ey, der ist eingeladen, weil er auch rechtliche Sachen gemacht hat für Echo damals. Dann hat er zu mir gesagt, ey, Tolga, komm mit. Ich stelle ihn dir vor. Der will unbedingt, dass ich mitkomme. Komm mit, Tolga. Weil der wollte mich da unterstützen, musikalisch. Bruder, ich habe eine meiner größten Chancen in meinem Leben verpasst. Ich bin mitgegangen. Das ist es nicht. Dann waren wir Backstage. Wir waren viel zu spät. Die Show war schon rum. Der Türsteher wollte uns nicht reinlassen. Sagt so, ey Jungs, ihr seid viel zu spät, die Show ist rum. Für was wollt ihr noch rein? Ja. Sagt, ey, wir sind von Echo eingeladen, persönlich. Ach komm, das sagt doch jeder und so. Ja. Dann hat der Ramazanabe Salihabe angerufen. Salihabe ist der direkte Kontakt gewesen irgendwie zu Echo damals. Und der ist auch, der macht die ganzen Werbungen von Santat und so im Moment. Mhm. Deutsch-türkische Werbungen. Aber Ramazanabe ist doch der Anwalt, oder? Ja, aber Salihabe ist der Typ, der diese Werbung macht. Ja, ist der auch. Aber ich kenne ihn auch. Der berühmte Anwalt. Du meinst den anderen Ramazanabe. Ja, ja. Ich weiß, wen du meinst. So, Achtung. Ich muss ganz kurz zusammenfassen alles. Genau. Dann kam Salihabe raus. Okay. Er sagt, ja, was ist das Problem? Und dann sagt er, ja, der lässt uns nicht rein und so. Er sagt, wie? Ihr seid doch Gäste von Echo, ihr seid doch auf der Gästeliste. Ja, nee, der lässt uns nicht rein. Salihabe guckt ihn so an. Lässt du die jetzt nicht rein? Sagt er, nee. Ich so, ja, okay. Ich rufe Echo an, kannst ihm selber sagen, dass du seine Gäste nicht reinlässt. Wie? Ja, ich rufe ihn an, der wartet auf uns. Sind wir rein. Echo kennengelernt. Ich habe da sogar ein Video-Shoutout von ihm bekommen. Okay. Kurdo war auch da an dem Tag. Ja, war auch gesehen. Im Backstage. Ja. Dann haben wir mit Echo geredet. Der sagt, ey, du rappst auch und so, hat der Ramazan gesagt. So, ja, dies, das. Sagt, ey, weißt du was? Bereit ein Demo vor. Schick's an uns. Wenn du willst, kannst du auch mit Ramazan nach Köln kommen, zu uns.
Und ich gucke, dass ich was für dich machen kann. Falls ich damit nichts anfangen kann, werde ich dafür sorgen, dass Summer oder Farid mit dir was anfängt. Aber safe. Was hat Tora gemacht? Nix. Nichts. Nix. Nichts. Und er hat es mir hoch und heilig versprochen, hat gemeint, kommt vorbei, seid unser Gast. Hätte jetzt nutzen müssen, auf jeden Fall die Chance. Bruder, ob jetzt Summer oder Farid, also irgendwo wäre ich auf jeden Fall gelandet. Jetzt wieder, jetzt sind wir in der alten Tradition wieder von Lanky Talks, an alle jungen Rapperlinge, die zuhören. Mhm. Jetzt gibt es wieder ein bisschen, ihr habt es gerade gehört. Ey, habt immer irgendwo euren Scheiß hochgeladen und wenn das so private Soundcloud irgendwas ist, ja, damit ihr direkt haben, einfach einen Link schicken könnt. Ja. Du kannst Soundcloud hochladen, auf Privatstellen und so, das findet keiner über die Suche, aber wenn es soweit ist, schickst du einfach einen Link. Was ich auf jeden Fall auch an alle Künstler, an jungen Künstler einen Rat geben kann, den Rat, den ich selber leider nicht verfolge oder nicht verfolgt habe zu der Zeit, habt immer Songs parat. Ob ihr die hochlädt oder nichts, habt das alles in der Hinterhand. Minimum 5 bis 10 Songs. Das erwarten die großen Leute. Dass du 5 bis 10 Songs, bis zu 15 Songs in der Hinterhand hast, die du nicht released hast. Ja, auch Output ist wichtig. Dass auch, du mindestens auch einmal im Monat einen Song raushaust. Minimum. Weil das zeigt auch dein Arbeitswillen. Das ist für viele große Labels auch voll wichtig. Ja, ja. Apropos. Und auch deine Fanbase und so. Die, ja, die wollen das alles sehen. Die wollen fast gar keinen Künstler mehr haben, den man neu aufbauen muss. Du musst schon jemand sein, so ein bisschen. Ja, na klar. Das ist schon. Ja, na klar, heutzutage. Früher, ja, heutzutage, genau. Heutzutage kannst du es ja auch machen. Und ja, von daher erwarten sie es ja auch. Ja, genau. Aber andererseits, braucht man Labels? Muss man gesigned werden? Muss man nicht. Ja, aber guck mal. Alles ist Kohle. Ja, na klar. So, wenn du ein Label hast, hast du einen Vorschuss und mit dieser Kohle kannst du arbeiten. Ja. So, ob es Promo ist, Produzenten sind, Studios sind, alles kannst du damit bezahlen. Ja. Und natürlich musst du das Geld ja auch einspielen. Ja, ja. Einen großen Teil davon, dass du weiterarbeiten kannst. Und dass sie sagen, okay, es rentiert sich bei dem, geht's weiter. So. Alleine, eigentlich brauchst du ja kein Label. Normalerweise. Aber die Kohle ist es halt. Der eine hat es und der andere nicht. Und heutzutage ist es, Bruder, es ist einfach Fakt. Keiner macht dir was umsonst. Du brauchst natürlich Kohle. Ich sehe das so, aber keiner schenkt dir was. Wenn du ein Team um dich herum hast, dein einer Kollege kennt sich mit Marketing aus, der andere kennt sich Management aus, du hast einen Produzenten, du hast so ein stabiles Team, Leute, denen du auch bis auf den Tod vertrauen kannst. Ja, okay, dann brauchst du es nicht. Aber wenn du jetzt, so wie Charisma jetzt beschrieben hat, wenn du jetzt wirklich nur ins Studio kommen willst, willst deine Parts kicken und dann verpisst du dich oder wieder. Oder kommen musst, weil du das Team hast, ja. Dann ist es ein Major auf jeden Fall vom Vorteil, weil die kümmern sich um alles. Oder also, wenn deine Managerin ruft dich jeden Morgen an, ey, heute musst du da sein, das und das machen. Dann ist es safe. Also was ich sagen kann, aus meiner Erfahrung jetzt das letzte eineinhalb Jahren, habe ich alles selber gemacht. Ohne Management. Und das ist schon anstrengend, oder? Ohne finanzielle Hilfe, nichts. Alles aus dem Boden alleine gestanden. Ich denke gerade so Videos alleine alles organisieren. Ich glaube, das ist somit das Stressigste überhaupt. Das ist brutaler Studio, Kopfweg. Übel. Also Studios hatte ich zu der Zeit nicht wirkliche Probleme. Studio musste ja ein Typ zusagen. Ich meine es eher so rum. Das muss klappen. Aber wie viele Ja's und ja, ich komme, ja, ich mache dir das und das brauchst du für Video. Für Video ist es ja brutal. Da brauchst du natürlich ja 10, 12 Zusagen immer und so. Natürlich. Ist halt auch ein extremer Hustle, Mann. So ja. Videozeug extrem, und so. Extrem, 100%. Ja, Video ist extrem. Aber ja, wenn du es alleine machst, dann brauchst du Kohle und so. Und dann brauchst du, oder jemand, der dir hilft dann dabei und so. Alleine ist es auf jeden Fall schwerer. Natürlich. So wie der Blaze sagt, wenn du ein Team hast. Ey, ich würde so gerne ein Team haben, mit dem ich so zusammenarbeite. Aber da rächt sich das halt auch wieder, dass für voll viele halt das Rappen immer attraktiver war und das nicht das Beats machen oder das Produzieren oder so. Das ist halt für voll viele nicht so interessant. Und da rächt sich das halt irgendwie ein bisschen. Ja, aber guck mal, als Produzent ist dann wiederum so eine Sache. Stell dir mal vor, als Rapper, okay, du bist dann irgendwann das Gesicht. So, das Gesicht vom Produkt. Aber Produzent ja auch. Wenn dann auf einmal krasse, überkrasse Typen auf deine Beats rappen. Ja. Die Leute sehen das nicht. Also viele junge Produzenten, weil sie da, also, oder die nicht anfangen wollen zu produzieren. Oder Beats zu bauen. Die sehen das Licht am Ende des Tunnels nicht. Die wollen es nicht sehen.
Nee, ich weiß nicht. Viele denken, oder haben Angst davor, was auch immer. Aber wenn du dich, stell dir mal vor, du hast es so weit geschafft. Zum Beispiel jetzt ein grobes Beispiel, aber ein krasses Beispiel, OZ. Digga, ein Produzent aus der Schweiz. Ja. Wer rappt auf seine Beats? Travis. Future. Ja. DJ Khaled. Ja? DJ Khaled. DJ Khaled. DJ Khaled. DJ Drake. Drake DJ, war doch auch was. Ja, Drake auch, aber DJ Khaled hat auf einem Album einen OZ-Song, da rappt Lil Wayne drauf. Auf dem Beat. Also, zum geil. Beispiel. Ja. Ja, ein junger Kenneck aus der Schweiz. Ja. Ja, Mann. Aber jetzt reden wir die ganze Zeit von Rappen und was man braucht zum Rappen und so. Ich würde jetzt gerne eine kleine Überleitung machen, jetzt wo der Blaze den perfekten Moment verpasst hat. Aber ich halte da gerne den Rücken frei, Blaze. Ja, hau raus. Für jetzt. Alle, die es nicht sehen, der Blaze organisiert gerade Dinge für den Podcast. Nee, bevor wir jetzt zu den Fragen und so weiter gehen. Nee, wir gehen noch gar nicht zu den Fragen. Weil wir haben hier einen Rapper sitzen. Ja. Der kann doch rappen. Ja, natürlich. Ach. Das muss er jetzt aber auch erstmal unter Beweis stellen. Oder, okay. Ja doch, ich denke schon, dass er das kann. Er war so gut und hat uns eine Zusage erteilt, dass er uns einen 16er droppt. Ja, Mann. Und heute gibt es das erste Mal den 16er auch mit Video. Ja, Mann, auf jeden Fall. Ich bin voll gespannt. Ich bin auch sehr gespannt. Ich hoffe, alles läuft gut. Okay, ich würde sagen, wenn du soweit bist, drop mir den Beat. Ich mache ein ganz kurzes Intro. Geil, machst du wirklich? Ja, natürlich. Sau geil. Geh mal Beat ein bisschen lauter, oder? Geht? Okay. Ah, yeah. Aha. Yeah. Was geht ab? Blaze the Dawn, Toaster, Charisma, Lanky Talks, Exclusive Freestyle. Brr. Was ist los? Leg los, Bruder, zeig den Leuten da draußen, was abgeht. Come on. Damals hinten im Golf, heute lenke ich den SUV. Eierler, Bejuka, deshalb bin ich am Rex verdient. Seit dem Alter von 12 jag ich meine Träume. Während sie meinten, dass ich meine Zeit vergeude. Heute mach ich mein Business, damals war ich so verträumt. Weil ich früh bemerkte, dass nichts ohne Kohle läuft. Sie haben mich gepusht, doch hintenrum belächelt man. Ich fick auf ihre Gunst, ihre Sinne sind besessen. Shit, fuck it, ich mach Para für die Family. Satan, Konushan, Nassana, Benedim. Alles hat seinen Grund, es gibt keine Zufälle. Ich bin Q, Motherfucker, mich solltest du kennen. Yeah, Charisma. Was ist los? Exclusive, Lanky Talks, ihr wisst Bescheid. Checkt das aus, folgt dem Mann auf Instagram, checkt seine Songs auf Spotify, ihr wisst Bescheid. Findet ihr alles in der Beschreibung? Ich pack das alles rein. Ja, wir packen alles in die Beschreibung. Adresse, könnt auch Brief schreiben, wenn ihr wollt. Okay. Ich fühl mich also jetzt so gehen wir die Sachen jetzt an. Ich fühle mich hier jetzt auch so ein bisschen wie bei Rap City. Ja. Ja, fehlt nur noch, dass hier so eine Mülltonne brennt und so. Ja. Kann man machen, Bro. Wann gibt's den ersten Toaster-Exclusive eigentlich? Wenn ich mal zu Gast bin. Okay. Aber mich lädt ja keiner ein. Wir laden dich ein. Achso, wenn ihr den Podcast übernehmt, dann. Bei Kanak Drip kannst du dann. Lass mich schenken, Bro. Auf jeden Fall. Ja. Ja, Mann. Nee, voll geil. Vielen, vielen Dank. Würde ich auch gerne hören. Wir haben jetzt ein Exclusive von dir. Wir haben im Live-Video, haben wir so ein bisschen schon mal so angeteasert. Mhm. Ich will wissen. Was steht in der Zukunft an bei Charisma? Ja, Mann. Du musst jetzt noch nichts, keine Termine, sonst irgendwas nennen. Ich will nur wissen, sag mir die nächsten 2 Jahre, was ist so geplant? Boah. Also. 2 bis 3 Singles höchstwahrscheinlich. Okay. Und was ich sehr, sehr gerne machen wollen würde und wirklich sehr Bock drauf habe, eine EP. Mit 5, 6 Songs drauf. Da haben wir schon ja drüber im Live-Video geredet gehabt. Hätte ich sehr, sehr Bock drauf. Hältst du das Album-Game heutzutage auch für Album sind unnötig. Nicht das Wichtigste ist, ne? Also wichtig ist es, sag ich mal, wenn du als Künstler, Newcomer, was auch immer, wenn du jetzt eine Box rausbringst, dann solltest du schon Minimum ein Album mitreinlegen. Ach so, ja, natürlich. Nee, das aber Box-Game. Ich mein, aber so an sich, also... Jetzt sage ich mal Künstler wie ich. Ja, genau. Das Album-Game, nee. Also,
muss nicht sein. Ist nicht mehr so wichtig wie früher. Es ist leider nicht mehr so wichtig, obwohl ein Album wirklich viel mehr über den Künstler aussagt. Ja, natürlich, natürlich. Als nur Singles. Nee, ich meine, ich meine eher aus einer Richtung, du hast schon verstanden, was ich meine. Ich meine eher aus einer Richtung, ob das Sinn gibt für den Künstler. Relevant, meinst du? Ja, genau. Also heutzutage nicht mehr. Genau, ich denke, dass, wie du sagst, dass der EP so ein paar Singles, dass dir das viel mehr bringt. Ja, aber die Kids heutzutage, die hocken, so wie wir halt früher, die hocken sich doch nicht mehr hin und sagen, oh, jetzt ist das neue Eminem-Album draußen. Die spielen doch einfach nur noch irgendwelche Playlisten ab und so, oder? Nicht nur deswegen. Meistens, ja. Nicht nur deswegen, ich glaube auch, dass sich Sound verändert sich ja auch schneller als früher. Weißt du, was ich meine? Es kommen dann neue Styles und so. Und deswegen, du hast ja gar nicht mehr die Zeit heutzutage, in Anführungszeichen, zwei Jahre lang an einem Album zu feilen. Nee. Das... Also du meinst, bis ich das Album zu Ende gehört habe, ist schon ein neuer Trend draußen oder was? Gibt es vielleicht den neuen Drip? Okay. Nicht gehört, Bruder, bis du das Album in zwei Jahren, also sagen wir mal, du nimmst dir vor, zwei Jahre lang ein Album, an einem Album zu arbeiten. In diesen zwei Jahren passiert viel. Okay. Styles-Änderungen. Okay. Und ich meine jetzt nicht mal nur, dass vielleicht dann dein Sound nicht mehr gehört wird oder so, sondern dass du, es gibt so viele heutzutage durch Internet kommen ja so viele Leute an die Dings, dass du als Künstler vielleicht auch auf andere Sachen Bock hast und plötzlich hast du dann, wenn du dann mal über zwei Jahre deine besten 20 Songs nimmst, sind es so viele verschiedene Styles, weißt du, was ich meine, vielleicht, dass es als Album gar nicht mehr passt. Ja. So, weil es halt zu, du guckst ja auch, was geht momentan und so, und dann hörst du irgendwas Neues, ist doch bei Autotune so. Als Autotune kam, ich will jetzt nicht sagen, dass jeder unbedingt das machen wollte wegen Kohle oder irgendwas, aber jeder hatte zumindest mal Bock, das auszuprobieren. Ja, safe. Weißt du, macht ja auch Bock. Ja, macht voll Spaß. Also, von mir gibt es jetzt nicht irgendwo aufgenommen, glaube ich, hoffe ich, aber habe ich auch mal, als ich beim Cory Gawk bin, hat er gesagt, ey, probier's mal aus, und ich muss, hat Bock gemacht, das mal auszuprobieren. Ist das nicht so das, was ich geil finde, aber ausprobieren halt. Ausprobieren, natürlich, üben, keine Ahnung, sich ausprobieren selber, ob das gut klingt, wie das klingt, ob das dir Spaß macht. Genau. Aber ja, EP und Singles und so. Genau. Also Singles, es ist leider so, alles so auf Singles ausgelegt. Ja, das ist wirklich so. Ja, alles. Also es ist wirklich, und es gibt im Deutschrap mittlerweile so viel Output. Ja, das ist so viel Output, dass, wie du gesagt hast, ein Album sich eventuell nicht mehr so wirklich rentieren würde. Also ein ganzes Album mit... Wenn freitags dein Album kommt, das können die Leute ja auch gar nicht ganz hören, weil am gleichen Tag kommt ja auch der neue Song von dem Casey, und dem. Ja, du musst schon ein renommierter Name sein, dass sich bei dir ein Album lohnt. So würde ich jetzt sagen. Ich denke es auch, ja. Also dann hören sich die Leute das auch an, durch an. Oder ein Signing von dem und dem, auch als Newcomer zum Beispiel, hören sich die Leute das auch an, gerne. Weil dann gewisse Feature-Parts oder gewisse Künstler, große Künstler noch auf dem Album vertreten sind. Aber so an sich, wie Künstler wie ich, nee. Aber der Plan ist auf jeden Fall, dass du natürlich noch weiter Mucke releast und so. Also da kommt was. Also es lohnt sich, da jetzt auf Folgen zu drücken und so. Auf jeden Fall. Also, Leute, macht das. Supportet die Leute aus der Umgebung. Yalla, okay. Alle folgen. Alle Charisma folgen auf jeden Fall auf allen Plattformen, die hier vertreten ist. Ich hätte gern noch was, bevor wir mit den Fragen da reingehen. Das ist vielleicht was, das würde ich gerne etablieren. Vielleicht gibt es ja was. Gibt es Leute aus der Umgebung, die dich irgendwie so ein bisschen geflasht haben in der letzten Zeit? Also geflasht. Wo du sagen würdest, hey, die vielleicht auch nicht unbedingt aus der näheren Umgebung, aber wo du sagst, hey, ich glaube, da wird es sich lohnen, den im Auge zu behalten. Ja, safe. Weißt du, was ich meine? Safe. Es gab ja mal dieses Ding, als Manuelsen gesagt hat, ey, da gibt es so einen Typ aus Offenbach und der wird alles rasieren. Erinnert ihr euch, als er das gesagt hat vor über 10 Jahren, und dann war es einfach Haftbefehl? Ja, Mann. So, und das ist jetzt die Chance für dich, diesen Moment, diesen Manuelsen-Moment zu haben. Das kann ich euch einen Namen nennen, auf jeden Fall. Und der ist auch jung, der ist sehr hungrig und der wird auf jeden Fall meiner Meinung nach noch zerreißen. Sehr krass zerreißen. Sag. Das ist Jindo 69. Von dem habe ich noch nichts, muss ich gestehen, aber ich habe in so Insta-Stories und so. Also wenn der eine Single rausbringt, siehst du ganz, ganz viele Stories von dem. Jindo 69, sehr, woher ist der? Der ist aus Malsch. Malsch bei Wiesloch? Mhm. Okay, krass. Oha! Und der ist überkrass. Noch nie. Also der ist sehr, sehr stark. Man sagen, was der für ein Jahrgang, ungefähr was ist der für ein Alter? Der ist jünger als wir. Ja. Ist er jünger als Cory? Ja. Oh!
Also okay. Ganz, ganz New School. Jindo, ja. Hast du gesagt? Ja. Jindo 69, Shoutout. Komm, liebe Podcast. Grüße, Rudi. Shoutout. Ja, komm, Podcast, wir müssen reden. Ja. Ja, ja, geil. Auf jeden Fall. Wenn, safe. Können wir auch was verlinken, vielleicht von ihm. Gibt es schon irgendwas? Released oder so? Ja, von dem gibt es ja, Singles. Ja, der hat zwei, letzte Woche, Singles. Wenn ich mich enttäusche, letzte Woche da released. Ein sehr stark. Okay, wir packen es. Also ich muss mich jetzt entschuldigen. Also ich will keinem auf den Schlips treten. Wir nee. Auf die wie gesagt, ich habe es gesehen Infobox. Beim Durchscrollen ja, und so. Ja. Also no offense, Bro. Wir supporten immer gerne junge Künstler und wir packen es in die Infobox. Sau geil. Also haltet den alle im Auge. Okay, geil. Safe. Denkt dran, wo ihr es zuerst gehört habt. Alles klar. Lanky Talks. Gibt uns unser Hack, wenn der groß rauskommt. Charisma und uns auf jeden Fall. Ja. Wir haben gepusht. Nee, vielleicht hast du ja wahrscheinlich schon ein paar Folgen von uns gehört. Zum Ende jeder Sendung haben wir immer ein paar Fragen, ja. Wo wir uns gegenseitig stellen. Außer wenn ein Gast da ist, kriegt er die Fragen gestellt. Der hat uns einfach gehopst, Bro. Shoutout. Shoutout auf jeden Fall. Ich will dir erstmal die Zuschauer fragen. Ich habe vier oder fünf Zuschauerfragen, okay. Die würde ich dir gerne mal stellen. Okay. Let's go. Dann fangen wir mal an. Ich nenne keine Namen. Manche Leute wollen es nämlich dann nicht, dass die Namen genannt werden. Okay. Wer ist dein größtes Vorbild? Wer mein größtes Vorbild ist? Ja. Also, jetzt. Allgemein. Allgemein, also nicht nur musikalisch. Mhm. Allgemein. Boah, Digga. Ihr habt mich richtig gehopst. Mein größtes Vorbild. Oder? Ich hab nie wirklich. Ist nicht schlimm. Tiefgründig darüber nachgedacht. Es ist nicht schlimm. Also, ich nenne jetzt mal ein musikalisches Vorbild. Ja, auch genau. Wenn es nicht der Style ist, den ich fahre. Nee, muss ja nicht sein. Aber das Standing, was er gesetzt hat. Ja. Wie er seine Stimme genutzt hat. Ob jetzt musikalisch oder Leute bewegt, ist Park. Okay. Ja, also das akzeptiere ich. Ist ein guter Name, den man nennen kann, ja. Auf jeden Fall. Weil ja. Der Typ, der hat. Ist richtig. Ihr wisst, was ich meine. Alle, ja, die natürlich. Packen. Ja. Völlig verständlich. Okay, jetzt kommt eine Frage. Oh, wenn er es schon so guckt. Jetzt kommt eine Frage. Ach, der, du Scheiße. Der muss er halt den nennen, der wo die Frage gestellt hat, sonst wird es. Nenn mir eine Person, die immer für dich da ist, ob musikalisch oder auch menschlich. Das ist ganz einfach. Dönder Joe. Oh, shit. Ganz einfach. Shoutout. Frage war auch von Dönder Joe. Ich glaube, der wollte ihn auf den testen, weißt du? Ob den safe. Der will safe, Ding, safe. Der will Verlinkung in der Infobox. Kriegt er von mir aus. Ich glaube, keiner wurde heute so oft erwähnt wie er. Ja, nächste Frage. Wann kommt neue Musik, Bro? Fragezeichen. Wann kommt neue Musik? Okay. Also, was ich ja bis jetzt niemanden eigentlich, also nicht öffentlich gemacht habe, sage ich jetzt mal. Inshallah nach Ramadan. Nach Ramadan okay. Habe ich vor zu releasen. Ja, gell? Ne? Wir machen so schnell, wie es geht. Auf jeden Fall, nee. Ja, nach Ramadan. Okay, safe. Mav 66, den Namen will ich gar nicht nennen. Wann kommt ein Lied mit Blaze the Dawn, fragt er. Also. Von jemand, wo ich auch nie erwartet hätte. Shoutout auf jeden Fall an Mav. Shoutout an Mav. Brudi. Ja. Ja. Also ich kann sollen ja wir, sollen wir nicht? Ja, ich kann ja auch schon mal denken. Also ja. Wir sind jetzt schon mal, wir tauschen schon mal so ein bisschen Beats aus und so. Wir gucken jetzt erstmal. So erste Annäherung. Der Wille ist auf jeden Fall da, safe. Sagen wir es mal so. Die ersten Annäherungsversuche, genau. Wie beim ersten Date, weißt du, was ich meine. Unsere Manager haben schon miteinander geredet, ausdiskutiert und so. Ja, aber auf jeden Fall, also ich hoffe es mal noch dieses Jahr safe. Also ich denke schon, aber. Inshallah, ja. Genau. Wäre nice. Safe. Ja, auf jeden also Fall. ich glaube, ich würde anhören. Ich finde halt auch, ich bin so ein bisschen, wir haben es ja auch in dem Live-Video drüber gehabt, dann haben wir es nochmal mit dem Toaster drüber diskutiert. So, so Party, shit. Dass unsere Styles so halt, ich war ein bisschen früher halt schon so und dann Tolga jetzt so den Style jetzt so und deswegen würde ich so geil, die Combo würde ich feiern, so auf jeden Fall. Ja, ich denke, dass es funktionieren kann. Ja, auf jeden Fall. Safe. Aber wir arbeiten. Weißt du, was auch krass wäre?
Was? Wenn du in deinem Part auch so ein, zwei türkische Lines reinpackst. Was die Leute nicht von dir kennen. Ja, können wir machen. Weißt du, ich meine, das wär so ein... Der Blaze war der allererste deutsche Rapper, der diese türkischen Wörter mit reingebracht hat. Ach was. Mhm. Glaub schon, alte Sachen so. Sehr alte Sachen, oder? Hast du auch, was war Mixtape-Intro? Ich weiß, was du meinst, aber mir fällt die Line nicht mehr ein. Hast du nicht angefangen mit Salam Aleikum, mein Name ist Blaze Da Dawn? Geil. Doch, geil. Intro war so. So war ja auch meine erste Line von, fast 20 Jahren. Von meiner ersten Single. Okay. Salam Aleikum, der Baba ist da. Ah, geil. Stimmt, ja genau. Stimmt. Meine erste Single hat ja auch so angefangen. Ah, an der Stelle, liebe Props an meinen Bruder hier, Toaster, der mein Cover gemacht hat. Oh ja, sehr gerne. Von meiner allerersten Single, hier dieser Mann. Sehr gerne. Dankeschön. Ich habe noch eine Frage von Python, aber der schreibt mir gestern, ey Bro, euer Fragekasten ist zu klein für meine Frage. Deswegen hat er mit über die WhatsApp. Stimmt, da gibt's so maximale Länge, wenn ja. du... Ach du Scheiße, was kommt da? Ja, ist die Frage ganz drin? Der hat sie mir über WhatsApp geschrieben. Ah, okay, sehr gut. Warte, ich muss aber gucken. Aber Python, was kommt da für eine Frage? Wenn ich hab voll Bock. Der hat sie mir bei Insta-Ding. Ich muss jetzt mal gucken. Ach, ich hab voll Bock. Python! Wo ist er? Ja, hier. Achtung. Warum hängt er auf dem Profilbild von der Decke wie 50 Cent beim Super Bowl? Dazu meine Frage, wenn er die Möglichkeit hätte, bei einem Remix mitzuwirken, wäre er auf 50 Cent in the Club oder Sido Fufis im Club? Oha! Krass! Geile Frage! Bruder! Also, warum ich von der Decke hänge? Dieses Bild, dein Profilbild, ja, das habe ich schon. Das ist ja nur so die Einleitung, aber er will wissen... Wenn du die Möglichkeit hättest, würdest du lieber auf In The Club von 50 Cent ein Part haben? Oder auf Fuffis im Club von Sido? Bruder. So. Klar, 50. Aber, stopp. Stopp. In The Club. Bruder, In The Club, Bruder. In The Club hat alles zerstört. Stell dir mal vor, In The Club, da kommt ein türkisch-deutscher Part rein. Ein Kenneck. Aber weltweit wirst du da untergehen. Ja, auf jeden Fall. So, deswegen. Aber glaub mir, 50 pusht dich, Bruder. Meinst du? 50 zieht dich mit, glaub mir. Ist einer von den Guten. Ja, ich habe gestern mit dem telefoniert. Also 50, aber... Bei Sido weiß ich nicht, der kann dich fallen lassen, aber bei 50, wenn der zieht dich mit. Denke ich auch. Also 50 in der Club, weil, Digga, den Song habe ich auch, glaube ich, als er rauskam, brutal. 100 Mal hintereinander gehört. Also du bist der ja auch... Der Beat, der Flow. Alles zerstört. Ich glaube, der lief 2 Jahre lang oder 3 Jahre lang im Club. So, es gab kein Club, wo... Also gab keinen Abend, immer noch, wenn du im Club bist. Ja, ich bin immer noch in diesem Club-Game und... Okay. Immer noch läuft das. Immer noch. Okay, krass. Also das sind 10, 15 Jahre her, 20 Jahre her. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Also das ist ein Statement. Mhm. Wie zum Beispiel The Next Episode. Ja, Next Episode ist auch krass. Gefühlt 30 Jahre her. Ja, das waren die Zuschauerfragen, aber wir haben noch extra Fragen für dich hier vorbereitet. Speziale. Aber ich lass die Rap-Fragen für am Schluss. Ja, genau. Wir haben jetzt für dich Entweder-Oder-Fragen, okay? Also du kriegst zwei Optionen und du musst dich für eine entscheiden. Okay. Und die Fragen stellt dir jetzt der Toaster. Ich muss das hier so weg. Von ihm kommt. Also, du musst dich entscheiden. Ein Monat kein Internet oder ein Monat nicht duschen. Bruder, ein Monat kein Internet. Scheiß drauf. Oha! Ein Monat nicht duschen? Willst du mich verarschen, Bro? Ich müsste nicht. Wäre auch schwere Entscheidung. Bruder, kein Internet. Geh raus, fahr rum. Ja, du triffst Leute an. Ja, das stimmt auch schon wieder. Ja, natürlich. Aber nicht duschen, Bro. Von Angesicht zu Angesicht chatten, weißt du? Stell dir mal vor, du hast Internet, okay. Hast dich eventuell mit einer Frau verabredet. Digga, ein Monat nicht duschen, ich bitte dich. Wie willst du da auftauchen? Ja. Also, ich sag ja, oder ein Geschäftsmeeting. Ich muss halt daheim abklären. Ein Monat, wenn ich alleine stink, vielleicht sagt die Verena, sie scheißt auf Internet. Ja, nee, ich meine, wenn du Single wärst. Ja, dann glaube ich, Dings. Ja, aber dann ist auch kein Tinder und so. Ich weiß nicht, wie ist das Game ohne Tinder? Auf jeden Fall, Dings. Leute, ich bin nicht in dem Business. Da hat einen ausgefallen. Ich bin nicht in dem Business, Leute. Ich kenne mich da nicht aus. Okay. Lieber wissen, wann du stirbst oder wissen, wie du stirbst? Boah, das ist eine tiefe Frage, Bruder. Bruder, hast du Ustura dabei? Kurz. Wann ich sterbe oder wie ich sterbe? Bruder, das ist hart, Bruder, diese Frage. Ich würde sagen, wann? Warum? Dementsprechend würde ich mir meine restliche Zeit
Genau. Ja, ja, ja. Meine, das, ja, das meine, denkt bei mir auch. Gleiche Antwort wie Charisma, auf jeden Fall. Was ist das? Weil was bringt's, hier kann ich gar nicht lesen. Was bringt es mir zu wissen, dass ich vom LKW überfahren werde, aber nicht, ob es jetzt morgen ist oder in 30 Jahren, weißt du, was ich meine? Aus. Kino oder Netflix? Kommt auf den Film an, den ich mir anschauen wollen würde. Nur noch Kino oder nur noch Netflix? Ach, okay, nur noch Netflix. Geil. Ich war noch nie der Kinomensch. Also auch? nur wenn gewisse Filme da waren. Richtig krasse Filme musst du. Wo ich gesagt habe, okay, diese Feeling muss ich haben. Ja. Aber sonst, Netflix reicht mir auch aus. Viel Geld oder viel Freizeit? Da frägst du was. Ach was. Alter. Ach was. Hm. Ich sag dir, viel Freizeit. Warum? Willst du die Antwort hören? Ja, na klar. Ja. Sag. Warum? Weil wenn du viel Freizeit hast, hast du viel Zeit zum Nachdenken, wie du Cash machen könntest. Na. Okay, ist geil. Ist geil. Ja, also ich würde auch viel, aber einfach nur, weil ich halt Freizeit mag. Weil Geld kommt und geht. Ja, auf jeden Fall. Klar, hilft dir bei allem, aber nicht mal bei allem. Gesundheit. Geld kannst du alles kaufen, außer Zeit. Außer Zeit. Das stimmt. Zeit und Gesundheit auch, ja, nicht. Ja. Wenn du nicht gesund werden solltest, was Gott dir vorgeschrieben hat, du bist krank, fertig. Ja. Du kannst Milliarden haben. Lieber dann mit der Freizeit Zeit mit seinen Geliebten so und genau. Familie und so verbringen. Genau. Wir bleiben deep. Unsichtbar sein oder Gedanken lesen können? Bruder, Gedanken lesen können. Ist schon geil. Aber unsichtbar sein ist auch geil. Ist geil. Zum Beispiel, du hast keinen Bock. Also ich persönlich, ja, habe sehr selten Lust, in Rewe reinzugehen. Okay? Ich sag dir ganz ehrlich, wie es ist, weil ich da von gefühlt... Ich lieb so Basic Problems. Digga, ich habe keinen Bock, von Leuten angesprochen zu werden. Nicht immer. Also, das heißt nicht, dass ich gar nicht angesprochen werden will. Ja, es gibt aber gewisse Menschen, wo ich einfach den Kontakt vermeiden wollen würde. Ja, ja, so. Ja, ja. Und wo passiert sowas öfters als im Rewe? Ja, beim Einkaufen natürlich. So, da würde ich gern unsichtbar sein, einfach meinen Einkauf erledigen und raus. Aber ansonsten Gedanken lesen, dann weiß ich, was der Gegenüber von mir will. Shindy oder Tupac? Pac. Echo oder Summer? Er hat gedacht, es wird einfach, gell? Ich hab's gewusst, dass er bei der Frage ja, du hast noch Schwierigkeiten gesagt. Kriegt. Ja, warum? Warum? Wegen wem habe ich angefangen? Echo. Und wegen wem machst du weiter? Von wem habe ich eine riesen Chance bekommen, die ich verpasst habe? Echo. Okay. Aber Summer ist halt das, was ich heutzutage höre. Summer ist halt auch King. Gut, wenn wir von heute... Aber wenn du jetzt nur noch... Von heute aus gehst, Summer. Safe. Okay. Was war das jetzt noch? Wie heißt der eine? Chesser oder? Chesser oder Sago? Ja, genau, Sago. Chesser war schon immer mein Tipp. Okay. Chesser war schon immer so vom Rap-Ding her. Ja. Sago habe ich auch gefeiert, klar, ein paar Songs. Aber bei Chesser habe ich mehr diesen Rap-Ding gesehen. Ja, ja. Dieses Ami-Ding. Mhm. Ein Feature mit UFO oder mit SL? SL. Warum auch immer? Wie, warum auch immer? Ich weiß es nicht, Bro. Ich weiß nicht. Also, wenn ich mir die Songs anhöre, wie von dem zum Beispiel mit Mörder. So Songs, die krass. UFO ist extrem krasser Künstler. Ja. Keine Frage. Aber ich glaube, ich würde auch SL wählen. Aber weil einfach das Türkische halt mich mehr reizt. Aber ein Feature mit Kapi oder ein Feature mit Mörder? Mörder. Safe. Okay, krass. Safe. Ich hätte gedacht, dass es schwerer ist. Nein, Mörder. Guck, also die eine Frage hat jetzt zum anderen geleitet. So. ja, das waren unsere. Okay, tag. Ich würde ich würd sagen, schwitzen, Alter. Bevor wir, ja, kannst gleich duschen gehen, aber lässt das Internet hier. Wir dürfen aber nicht vergessen. Okay. Wir haben heute noch einen Song. Ja. Den wir auf die Playlist packen. Ja. Bei uns ist Tradition, jeder packt einen Song auf die Playlist. Du darfst dir jetzt auch einen Song auswählen, den du persönlich feierst. Wir packen außerhalb unseren drei Songs, die wir uns wählen, packen wir einen Song von Charisma auf die Playlist.
Genau. Das habe ich jetzt mal so beschlossen. Okay, okay. Dankeschön. Demokratisch? Dir lasse ich die Wahl, welchen du haben willst, welchen Song du mir auf die Playlist packen. Aber jetzt will ich von dir einen Song wissen, den du persönlich feierst, den du, mit dem du vielleicht groß geworden bist oder den du jetzt aktuell neu entdeckt hast. Den du gehört hast auf der Herfahrt vielleicht. Oder genau, sowas. Bist du heute Morgen aufgestanden, hast du direkt reingemacht, weil er so geil ist. Also guck mal, die Entscheidung habe ich eigentlich gestern schon getroffen. Ja. Und das war direkt Echo Fresh, König von Deutschland. Okay, geil. Damit bin ich halt, ja. Okay. Da kam die Entscheidung mit, ich fange auch an. Deswegen, das ist so ein Erinnerungsding. Bei mir ist immer so, bei mir ist immer Tradition, ich gucke immer, was habe ich als letztes gehört. Das macht er immer so. Aber du kannst noch ein bisschen gucken, weil es ist auch immer so, dass er guckt und währenddessen sage ich meinen Song, weil ich weiß ihm vorher. Ich habe nicht genau gewusst und deswegen habe ich heute, ich habe die Verena gefragt, habe gesagt, sag mir mal einen geilen Song. Und der Song heute, Blaze, der ist von Fabulous. Okay, nice. Achtung, welcher? Es ist... Jetzt muss ich gucken, dass ich das in der richtigen Reihenfolge sage. Es ist Everything, Everyday, Everywhere. Boah, starker mit Song. Mit Ding, Carrie Hilson, ja. Glaube ich, die Hook singt. Oder wenn du den Song Album ist das? Ich glaube, das ist Loso's Way. Okay. Oh, Blaze ist voll angewidert. Nee, ich feiere Fabulous. Ich dachte, das wäre Ding, wäre keine gute Platte oder so. Ich glaube, Ghetto Fabulous ist mein Lieblingsalbum. Oder Fabulous war auch so ein Ghetto richtiger Fabulous Player. Ist das, ne? Mit Fabulous war mein früher, was Klamotten und so Drip angeht, war Fabulous mein größtes Vorbild. Ja, immer diese Caps. Drip, bevor es Drip gab, Mann. Mhm. Ja. Mhm. Wir haben diese Woche viel über, ich habe noch eine extra Playlist mit türkischen Liedern, türkischen Rap. Wir haben viel über Türkçe Rap geredet heute, deswegen packe ich Allahından Bul von Ezhel drauf. Richtig krass. Starker Song. Ja, sehr richtig große krass. Message. Ja, sehr große Message. Da redet er über seine Hater, über Leute, die wo ihm nichts gönnen und so. Und aber Steine in den Weg gelegt haben und so. Verflucht sie nicht, sondern sagt, Gott wird euch schon eure Strafe geben. Also ich überlasse dich Gott. Genau, so auf die Art. So. Von mir kriegst du nichts, also so auf die Art von mir. Hörst du nichts Böses? Nicht, genau, ich werde dich nicht bestrafen. Weil ich am Schluss sowieso vor Gott rechtfertigen muss. So, ja, genau. Ihr müsst das genauso, so auf die Art. Genau, so kann man es sagen. Deswegen ein richtig starker Song. Das war wieder eine weitere Folge Lanky Talks. Wir hatten heute einen Special-Gast, Charisma am Start. Vielen herzlichen Dank nochmal. Ich danke euch, dass du da warst. Dank. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Mega. Wir werden alle Verlinkungen, ja, packen Instagram, wir unten rein. Instagram, YouTube, Ding, Spotify. Hast du TikTok, Bruder? Ja, du hast glaub, ja. TikTok, alles mögliche, StudiVZ, wer kennt wen? Tinder-Account. MySpace? Sein Ausschnitt von der Schülerzeitung damals. Genau, Dings, sein Account bei eBay Kleinanzeigen, Kleiderkreisel. Ja, überall, jeden Fall. Übrigens, und die Apple ID. Kleiderkreisel heißt nicht mehr so. Vinted. Genau, so hab ich letztens. Der junge Mann muss es wissen. Ich weiß es. Der muss es wissen. Die Dame des Hauses ist Sneaker-verrückt. Sie kauft immer bei Vinted. Ja. Liebe Grüße, bin ich auch. Wir alles unten rein. Nice. War richtig geil. Zieht euch die Folge rein. Spotify, Apple Music, Amazon Music. Am liebsten natürlich auf Apple Music, Leute. Sagt genau, allen Bescheid, wir müssen wie in die Top 10. Wir müssen in die Top 10. Wir müssen in die Top 10. Wir waren schon auf Platz 12, 13 letztes. Stark. 12. 12. Jetzt, Leute, die Top 10 rückt näher, Alter. Wir klopfen schon an der Tür. Top 10. Bis jetzt machen sie noch nicht auf, aber bald treten wir sie ein, Jungs. Ihr wisst Bescheid und Mädels. Das war Lanky Talks. Mein Name ist Blaze the Dawn. Toaster. Mir gegenüber Toaster. Dank. Special Guest Charisma. Hast Mr. du noch was Q, zu sagen? Mr. Q, a.k.a. Charisma, a.k.a. Deutschrap-Schönling. Oh, shit. Ihr wisst Bescheid, Männer. Yo, macht's gut. Peace.